Und damit herzlich willkommen zum vierten Part von Age of Empires 3 Definitive Edition. Wir sind am Start hier wieder im Ranked Multiplayer. Es ist keine Zeit, doch es ist Zeit vergangen für uns und es ist ein Patch erschienen, auf dem wir jetzt auch spielen. Nur kurzer Einwurf, siehst du bei Team 1 bei dir jetzt auch Spieler 1, dann deinen Namen und Spieler 2 und Spieler 3 auf der anderen Zu Seite? Zu spät habe ich nicht gesehen. Ach Gott, ey, also dieses Spiel ist ein dermaßener Buggy-Mess, das geht auf keine Kuhhaut, ey. Also sie haben letzte Woche noch einen fetten Patch nachgeliefert, heute ist Sonntag. Naja, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt gar nicht mehr im Ranked-Modus spielen können. Sehr, sehr dankbar für diesen Patch, vielen Dank. Ja, so ungefähr in der Nutshell. Jetzt ist nur noch die Frage, haben wir hier Trading Posts? Das müssen wir jetzt erstmal gucken. Wir haben ja letztes Mal die Holländer-Strategie so mäßig erfolgreich umgesetzt. Portugiesen, aber ja. Portugiesen, nicht Holländer, selbstverständlich. Und ich versuche das heute nochmal, möglicherweise. Glaube, auf der Map hier gibt es keine auf Kamtschatka. Das müsste, also wir haben so zwei Gräben. Wir haben hier so einen Wassergraben und wir haben hier so einen Wassergraben. Kannst du mal bitte links unten bei dir scouten, da? Ich habe im Kopf, dass es auf Kamtschatka... Also warte mal, hier ist eine Handelsroute, hier ist eine Handelsroute. Ach, das ist die. Never mind, sorry. Das ist die, wo hier unten ein Handelsposten ist. Dann gibt es hier diese Insel in der Mitte und dann gibt es hier noch einen Handelsposten. Und ist die Frage, kann ich den bei dem in der Basis wahrscheinlich nicht bauen? No fucking way. Dann gehe ich wahrscheinlich eher trotzdem auf FF heute, ne? Du kannst das mit den Handelsposten von mir aus nochmal versuchen. Warte mal, gegen was spielen wir denn da? Okay, wir spielen gegen Osmanen und wir spielen gegen Deutsche. Also das mit dem FF halte ich halt für riskant. Ja. Ich würde auf zweites Handelsposten und Kaff gehen, ehrlicherweise. Alles klar, ich habe kein Haus gebaut, aber mache ich. Naja, das sollte dich ja nicht vom Kaff bauen abhalten. Nein, sorry, dass ich mich gerade da so ein bisschen drüber aufgeregt habe, aber wir haben jetzt gerade schon wieder versucht, zwei Spiele zu starten und das Spiel hat jetzt also einen anderen Bug. Die Leute fliegen nicht mehr am Anfang des Spiels raus. Nein, noch viel besser. Man kann jetzt nicht mal mehr das Spiel starten, weil nicht mehr alle Spieler irgendwie überhaupt in die Lobby reinkommen. Dann steht da irgendwie oben 3 von 4 Spielern fertig geladen und dann passiert halt gar nichts mehr. Das haben wir jetzt 3-mal geprobt und 1-mal hat es funktioniert. Also das ist echt ein bisschen traurig im Moment hier. Ja, vollkommen richtig. Was übrigens auch immer noch nicht gefixt wurde, ist der Bug, dass ich hinter Gebäuden nicht sehe. Das gibt es immer noch. Ich weiß auch nicht, ob das jemals nochmal gefixt wird, aber... Das weiß ich auch nicht. Ja, sie haben generell ansonsten noch schon ein bisschen was am Balancing gemacht, muss man auch sagen. Ist also durchaus so, dass sie versuchen ja in dem Spiel noch was zu machen, aber ich... Was mache ich hier eigentlich für Quatsch? Aber ich hoffe wirklich, dass sie das mit den Lags noch irgendwie fixen können, weil das ist natürlich echt räudig. Ansonsten bei den Portugiesen kosten die Dorfbewohner jetzt auch wieder mehr Nahrung. Das war ja vorher so, dass die etwas günstiger waren. Haben nur 85 gekostet. Wie untätige Dorfbewohner. Was soll das denn? Hier muss doch irgendwo noch eine Herde sein. Ja, sorry, dass ich übrigens da vorhin Kamtschatka verwechselt hatte. Ich hatte das mal eine andere Karte gehalten. Kamtschatka ist die Karte, die wir, wo du Schweden gespielt hattest im zweiten Stream. Ja, stimmt. Super, jetzt kann ich trotzdem nicht in Time agen, weil irgendwie... Was ist das denn? Ach so, das ist ein Freitag. Wenn es dich tröstet, ich bin auch längst noch nicht am agen. Allerdings mit Tier geschossen, super. Age man auch ein bisschen schneller, oder? Portugiesen age man schneller, ja, weil du hast ja am Anfang einen Dorfbewohner mehr und kannst dir keine schicken lassen. Dadurch hast du aber einen etwas höheren Income, sag ich mal. Erster Handelsposten ist übrigens gebaut. Das ist eine gute Sache. Ja. Ja, wir spielen auf jeden Fall weiter Ranked-Modus. Grüße gehen raus an Weizenesel, der ja anscheinend sogar Deutscher ist. Zumindest lässt das der Nickname vermuten. Und Roxandy? Ich würde Randy vielleicht einfach sagen. Wie auch immer. Randy gab es halt einfach schon. Sag es einfach nicht, es klingt nicht gut, was du sagen willst. Wir gucken mal kurz das Deck. Der Deutsche hat ein Standard-Rush-Deck dabei, würde ich sagen. Weiterentwickeltes Arsenal, Kühltechniken, Münzanstalt. Auch so ein paar notwendige Karten im vierten. Ziemlich standardmäßiges Deck. Ist mir übrigens letztens mal aufgefallen, dass wir echt mega lustig irgendwie immer ein Standard-Rush-Deck sagen. Dabei gibt es ja eigentlich kein Standard-Nicht-Rush-Deck. Also... Jedes Rush-Deck wird halt immer ein bisschen Rush. Jedes Standard-Deck wird immer ein bisschen rushy sein. Ganz lustig. Ich wollte gerade sagen, also es gibt kein Deck, das Standard und nicht rushy wäre. Das Mana hat Team Grenzverteidigungsanlagen. Nein, gar nicht. Nicht Team. Okay, einfach nur Karte für ihn mit Grenzverteidigung. Irgendwie hat mich das, sah das aus wie eine Teamkarte im ersten Moment wegen dem lila Rahmen. War da irgendwie ein bisschen blöd. Ich finde das ja immer noch furchtbar schwer zu sagen, wo wir uns jetzt momentan so skilltechnisch bewegen. Also ob wir jetzt immer noch irgendwie im Schnitt gegen Spieler spielen, die etwas schlechter sind als wir, oder ob wir mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, wo wir jetzt irgendwie wahrscheinlich genauso viele Runden verlieren, wie wir gewinnen werden.
Ich meine, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel wir so experimentieren. Also man gibt natürlich insbesondere am Anfang halt viel Elo dafür auf, wenn man halt irgendwelche Experimente macht, ist ja klar. Ja. Auf der anderen Seite hätte das dann den Vorteil, dass wir halt ein bisschen mehr Ruhe haben, weil wir sozusagen durch unsere niedrige Elo von vornherein die Erwartungen, die das Spiel jemals an uns hätte stellen können. Achso, ich gehe jetzt auch auf Stable, ne, übrigens. Ja, würde ich sagen. Gut. Also du musst halt gucken, wenn da halt nur Janichan kommen, dann war das unter Umständen der falsche Call, dann musst du halt nochmal umsatteln. Was witzig ist, wenn ich auf Kaff gehe. Ich weiß, das ist mir dann auch gerade aufgefallen. Übrigens, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ob okay, da vorne kommen Janis. Ja, dann lass das vielleicht gleich mal stecken mit der Kaff. Dann baue ich direkt die Kaserne hinterher. Ja, ich weiß es nicht. Gegen den deutschen Kaff, ja, nein, vielleicht. Ich maybe. Weiß es doch auch nicht. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt eine Rex da hinstelle, dann kann ich halt auch keine Häuser bauen. Ich muss mir jetzt erstmal 700 Wood gleich shippen. Ich werde hier auf jeden Fall, wird jetzt auch schon auf den Handelsposten drauf gesieged. Bist du mit dem Logistician geaged oder bist du mit ganz normal standardmäßig mit dem... Okay, ich krieg den Cuff Rate gerade in die Basis. Ja gut, das war abzusehen. Ich meine, wenn die... Also ich meine, jeder Deutsche, der auch nur irgendwas auf sich hält, kriegt einen Cuff Rate hin, also... Da kommen sie jetzt, glaube ich, zu mir. Oder doch nicht? Doch, da hinten sind sie. Das Problem ist, ich sehe meine eigenen Dorfbewohner nicht. Das ist ein Riesenproblem. Alter, jetzt eilen mich da diese zwei traurigen. Ich habe gleich meine ersten beiden Husaren auch auf dem Feld. Okay, du hast jetzt auch ein Stable gebaut. Ja, ja, ich hatte den schon fast fertig, als ich von dem die Janis gesehen habe. Das war so ein bisschen das Problem. Naja, ist ja kein Thema. Seid ihr verziehen? So, ich habe jetzt selber zwei Husaren da. Ja, dann geh mal ein bisschen Janis jagen. Nee. Ganz bestimmt nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Tu ich immer. Was habe ich gesagt? Habe ich vergessen. Sehr gut. Ich habe hier Janis in meiner Base und zwar jede Menge Janis. Okay. Gegen die ich halt jetzt gerade alleine nichts machen kann. Ich habe Armbrustschützen im Bau. Okay, ja gut, jetzt killt er mir auf der anderen Seite erstmal zwei Siedler. Schade, Marmelade. Oder waren es überhaupt nur zwei? Es waren jedenfalls einige. Ja, jetzt killt er mir hier das erste Dorf, was ein Riesenproblem ist, weil ich dann gleich Supply geblockt sein werde. Ich habe gleich fünf Armbrustschützen da. Guck mal, wenn das mal reicht. Jupp, da ist mein Dorf beim Teufel. Schade, Marmelade. Dann einmal die deutschen Verbündeten. Nächstes Dorf ist schon in Bau. Dann können wir gleich noch eins bauen, weil mir jetzt gerade ins Dorf gegangen ist. Was hat der Deutsche da gebaut? Doppelsöldner, what the fuck? Okay. Ich schipp mir mal die 8 Crossbows. Ja, das scheint mir eine gute Idee zu sein. So. Okay, da oben kommt mehr Kaff. Die kommt zu dir, Vorsicht. Ja, so halb. Ja, der killt da oben jetzt deine Crossbows, Vorsicht. Ja. Ich versuche da irgendwas gegen zu tun. Ich habe drei Husaren jetzt am Hinreiten. Ja, vor allem, ja, der läuft mir jetzt hier halt richtig amok hier irgendwie durch die... Und der andere ist halt ins Festungszeitalter durch. Oh, wow. Beziehungsweise, das ist der Deutsche, der ins Festungszeitalter durch ist. Ja, und der killt mir halt jetzt überall Siedler. Du musst die Husaren, die Ulanen abwuchsen. Ja, ja. Sind sie, ist richtig, aber... Boah, das war ziemlich teuer. Und deine Handelsposten sind auch alle beim Teufel. Zwei von meinen Dörfern sind weg. Also der Raid hat sich für die echt bezahlt gemacht. Ja, vor allem habe ich jetzt den... Okay, die Zugerforschung... Wird weiter ausgeführt, obwohl mein Handelsposten... Nein, warte, ich kann den noch abbrechen. Okay, ist abgebrochen, weil den Handelsposten da oben verliere ich jetzt wahrscheinlich auch. Wir müssten jetzt mal gucken, ob wir da eventuell irgendwie drauf kommen. Aber das Problem ist natürlich, dass ich jetzt gerade auch nicht... Ich hatte halt echt starke Sammelunterbrechungen. Das heißt, chinesischer Deathball ist momentan halt... Was ist denn das? Sag mal, warum sind die Leute denn jetzt mal neuerdings so weit gespaced? Siehst du das? Meine Pikes sind jetzt irgendwie so richtig übel weit gespaced. Ja, stimmt. Ich sehe es gerade auch. Ja, denn, also ich bin gerade am Pushen. Ja. Warum habe ich Siedler im Dorfzentrum?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, ja, also ich meine, ich habe die da jetzt in die Flucht geschlagen, aber mehr habe ich da jetzt ehrlicherweise für den Moment auch nicht bewerkstelligt. Und das andere ist halt, ich kann jetzt auch nirgendwo mehr so richtig sicher sammeln, weil die mir da das Dorf weggehauen haben, was Können wir mal kurz gucken, dass wir den... Also kannst du unten deinen Handelsposten bauen? Den Handelsposten? Ja, weil wir haben ja schon eine Erforschung drauf und gerade keine Handelsposten. Mein Chef liegt halt tot auf dem Boden in der Mitte. Ja, kann ich, aber also ich bin halt, also ich sammle halt gerade überhaupt keine Nahrung. Ich idle hier gerade mal wieder alles. Militärproduktion. Warte, Nahrung habe ich gerade. Mein Problem ist, dass ich nicht genug. Okay, da oben kommen gerade Husaren. Moment, danke. Ich ziehe meine Ulan. Ja, ja, schon klar. Ah, die haben so einen hohen Schlagschaden. Ah, der hat, natürlich hat er den noch bekommen, klar. Muss ja, muss ja. So, sollen wir da jetzt mal pushen oder nicht? Ich habe halt keine Einheiten, weil ich jetzt gerade mit meinen paar Husaren, die ich hatte, wieder zurückgeritten bin, in der Hoffnung, dass ich die Ulanen catche. Werde ich aber wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe wahrscheinlich auch nicht genug, um den Osmanen wegzukriegen, also... Ich habe da 12... Okay, gut, warte, ich baue jetzt erstmal wieder meinen Handelsposten, weil die Ressourcen dafür, die möchte ich gerne haben. Das sei dir unbenommen, aber also, Ich sag mal so, wenn wir uns das jetzt mal punktetechnisch anschauen, dann können wir das jetzt schon aufgeben. Ja, es sieht echt, ich weiß auch nicht ganz, also irgendwie dieser Hickhack, dieser sehr frühe Siege auf meinen Handelsposten. Portugiesen sind halt einfach ein bisschen langsamer, glaube ich. Du brauchst halt auch so ein paar kritische Minuten, um in Fahrt zu kommen und die hast du halt bei so einem krassen Rush-Game, glaube ich, einfach nicht. Das war das Problem. Okay, da oben sind Plänkler. Ja, kann ich nichts gegen machen. Also ich kann da natürlich versuchen drauf zu siegen, aber also drauf zu hauen, aber die werden mich im Zweifelsfall, wenn sie gut gespielt sind, halt out-hit und run-in. Ja, ich stehe da jetzt gerade mit Husaren dran. Ja, dann hau drauf. Tu dir keinen Zwang an. Das ist ja schon mal was. Tu dir absolut keinen Zwang an. Okay, ja, also wie gesagt, von mir aus können wir da in der Mitte auch pushen. Also ich meine, ich habe 50 Units, so sind nicht, aber... Ja, lass uns mal ein Stück nach vorne gehen. Ich meine, ich kriege ihn jetzt gerade beschäftigt. Ich erforsche jetzt mal den Zug. Alles klar. Ja, also ich meine, dass ich mit Chinesen halt punktetechnisch ein bisschen beschissen bin, das ist eigentlich halt Standard. Da mache ich mir jetzt im Moment ehrlicherweise wenig Gedanken drum. Du musst deine Einheiten hier in der Mitte mitziehen. Ja. Der hat natürlich auch den einen Handelsposten gebaut, ist ja klar. Okay, hier oben, hier kommt gerade ein Außenposten. Ein Außenpostenwagen, um genau zu sein. Den können wir gleich mal canceln. Ist gecancelt. Okay, und hier kommen die Yannis. Gib dem Affen Zucker. Da ist jetzt richtig Party, glaube ich. Okay, immerhin kriege ich seine Ulan-Raids gerade abgehalten, dadurch, dass ich hier oben Kaffin baue. Schon ja, sehr viel wert. Wir haben jetzt hier halt die ganzen Yannis an der Backe. Du musst da nur mal ein bisschen mitpushen, bitte. Ja, komme. Zugerforschung ist jetzt durch. Stell deine Handelsposten um, ne, falls noch nicht geschehen. Ja, nee, habe ich. Gut. Also der hat halt echt noch viele Yannis. Wir müssen halt drauf aufpassen, gleich wenn die ankommen, dann müssen wir ja, halt ja, ich sehe sie da oben. Der wird am Agent sein, sonst wird er sich nicht zurückziehen. Ja, da ist er durch. Wir müssen jetzt drauf schießen, sonst haben wir gleich komplett den Arsch offen. Ja, ich habe jetzt erstmal die Kaserne abgerissen, um sicherzustellen, dass er jetzt erstmal seine Verbesserung nicht machen kann. Da hinten kommt zwar eine zweite Kaserne, aber das müssen wir jetzt leider für den Moment erstmal ignorieren. Wobei, warte mal, vielleicht kriege ich die Siedler da. Ja, aber wichtig ist, dass du mit deinen Chukunuda auf die Yannis draufhaust. Wenn der erstmal Veteranen-Yannis hat, werden wir da komplett... Ja, die kann er aber nicht haben, wenn wir ihm seine Kaserne abreißen, das war die Idee. Ach so, das war deine Überlegung. Da sind übrigens Bronze-Orbitzen. Ja, das ist viel zu viel Stuff. Also ich habe ja alleine weniger Units als die und du hast ja da auch wenig Zeug stehen. Also insofern, das halten wir nicht. Die Frage ist, was machen wir jetzt stattdessen? Also, oh fuck, jetzt ist mein Kundschafter draufgegangen. Ich raide gerade hier oben. Erfolgreich? Ja, ich krieg 2 Siedlerwagen, denke ich. Das ist ja schon mal gar nicht so wenig. Kann mir mal einer sagen, warum ihr alle am Idlen seid? Holy fuck. Handelsposten umgestellt, sagst du, ne? Ja, das Problem ist nur so ein bisschen, also wir müssen halt auch mal ins Dritte. Ich sammle halt kein Gold. Das ist so ein bisschen mein Problem, weißt du? Ja, verstehe ich. Okay, leider wird jetzt da oben, mein Raid wird jetzt da oben gerade von geflügelten Husaren abgehalten.
Ernsthaft, der hat die Flügelhusaren. So, ich bin am Agen. Okay. Ich meine, jetzt ist halt die Frage so ein bisschen, wer hat die beschissenere Wirtschaft, Osmanen oder Chinesen? Wow. Alter, die geflügelten Husaren von dem machen aber auch ordentlich Damage. Du hast hier unten übrigens noch zwei Husaren. Okay, sehr gut. So, die Frage ist, gehe ich jetzt gleich auf Goons? Ja, ne? Ich bleib auf Kaff, glaube ich, weil du musst Infanterie stellen. Ich baue jetzt hier vorne nochmal einen Stall hin. Wir haben halt nichts gegen die Bronzehaubitzen. Jetzt haben wir halt das Problem, dass der eine entsprechende Wirtschaft haben dürfte. Und dann wird es halt mit den Bronzehaubitzen irgendwann ein bisschen schwierig, weißt du? Ich weiß nicht so richtig, was wir gegen Bronzehaubitzen machen sollen. Also wirklich, keine Idee. Ja. Kaffmäßen, vermutlich. Ich lass mir... oh, holy shit, ich krieg jetzt einen richtig fiesen Push in meine Basis. Ja, ich setz mich in Bewegung. Nein, 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 nein. Ja, guck einfach nur, dass du da nicht zu viel verlierst, wenn es irgendwie geht. Komm zu dir in die Base gelaufen. Ich bin jetzt gleich da. Jetzt, um genau zu sein. Der hat aber keine Lust. Der rennt wieder weg. Ich bin auch da, hab jetzt meine Goons da. Ja, der geht aber wie gesagt wieder. Alter, er ist ins Vierte gegangen. Der boomt uns so gerade an die Wand, ey. Guck dir die Punkte an. Komm bitte mit hoch. Ja, ich bin zu langsam. Du lässt dich da ganz alleine catchen. Aber so kriegen wir den weg da oben. Ja, aber nochmal, der ist im Vierten, ne? Ja, ja, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir den da oben jetzt mal wegkriegen. Aber gleichzeitig kriegen wir hier einen fetten Push in der Mitte. Ja, ja, ja. Du hast dann noch Einheiten von dir im Hintergrund stehen. Ja, ich muss jetzt erstmal agen. Ja, die Einheiten müssen jetzt erstmal hier wieder zurück. Wir müssen jetzt erstmal hier irgendwas gegen den Osmanen tun, wenn es irgendwie geht. Okay, da oben haben wir jetzt alles weggecleant. Ich räte jetzt bei dem hinten rein und gucke, ob ich da irgendwo Siedler wegkriege. Alles klar, ich nehme meine Pikes mit und die Chukunudi ziehe ich jetzt hier unten zur Verteidigung gegen den Osmanen ab. Ja, sounds gut. Ja, da sind zumindest ein paar Siedler. Nicht stehen bleiben, du musst da weiter reiten, die Siedler umbringen. Ja, deinen mittleren Handelsposten, den haben sie natürlich mittlerweile wieder sauber abgerissen. Alter, kann doch nicht sein. Warum habe ich so viele Idle Villager? Vorsicht, du musst da oben weiterlaufen. Ja, ist richtig. Du hast da jede Menge Siedler, die du theoretisch noch töten könntest, wenn du wolltest. Ah, der sammelt auch schon an Plantagen. Holy fuck. Hinten sind die ersten Fabriken. Ja, warte, ich hab hier 10 Pikiniere. Lass uns mal gucken, ob wir die Fabrik wegkriegen. Ja, ich werde jetzt erstmal weiter gucken. Okay, da sind Doppelsöldner. Ja, ich habe da nichts, um die Doppelsöldner umzubringen. Spiel mit denen so ein bisschen fangen und siege auf die Fabrik drauf. Siege auf die Fabrik drauf. Du kriegst eh keine Siedler mehr. Guck lieber, dass du die Fabrik wegkriegst. Ich hau jetzt eben die Doppelsöldner aus dem Latschen. Nee. Das ist egal, die zwei Doppelsöldner. Da unten kommen jede Menge. Nein, nein, da kommen jede Menge Janitscharen. Wir müssen jetzt auf die Fabrik Schaden machen, sonst haben wir keine Chance mehr. Wir kriegen die nicht weg. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, ich werde da jetzt nicht 20 Kavalleristen gegen schmeißen. Dann renn weiter und versuch den Osmanen zu raiden oder so. Das andere ist, wenn du deinen Typen irgendwo rumstehen hast, dann schau mal, ob du den mittleren Handelsposten wieder aufbauen kannst. Ansonsten mache ich das jetzt. Bin am Laufen. Alles mein klar. Problem ist gerade, dass ich dringend Nahrung brauche. Ja. Und keine habe. Okay. Kriegst du deine von eben wieder mit Zinsen? Ja, guck mal, wie gesagt, ob du da, also da rennen gerade Siedler vor dir weg, da in diesen Handelsposten da rein, guck mal, ob du den wegsiegen, Außenposten, du musst da deine Reiter bewegen. Ja, bin schon dabei. Da hinten kommt auch eine komplette Janitscharen-Armee, das macht keinen Sinn, da kriege ich vielleicht eine Siedlerin. Nein, kriege ich auch nicht. So.
Ich messe natürlich jetzt weiter brav irgendwie halt Einheiten, aber... Ach du Kacke, hier ist ein Dorfzentrum, sehe ich gerade. Ich push da mal auf das Dorfzentrum, das ist so weit ab vom Schuss, da, das traue ich mir zu, dass ich das mal eben wegkriege, ja? Ja, mach das. Da muss ja nun nicht sein, dass der da... Hab jetzt auch gleich endlich mal Veteraneneinheiten. Aber lang genug gedauert. Brauchst du brauchst du Gold? Ich brauche kein Gold. Was soll ich mit Gold? Ich verbrauche das nicht. Okay, die Siedler rennen da alle aus dem Dorfzentrum raus. Irgendwo hin. Okay, und da hinten sind die ganzen Janitscharen. Zumindest zwei. Ja, hier sind die Janitscharen. Das heißt also, wenn du irgendwas gegen Janitscharen hast, brauchst du gerne hin. Ich baue jetzt eine Geschützgießerei. Ich habe nichts gegen Janitscharen. Ich baue ja nur Kaff bisher. Ja. Okay, ich kriege hier gerade selber einen Raid. Kriegst du geregelt oder nicht? Ja, kriege ich geregelt. Ist gut. Die laufen da gerade. Das Dorfzentrum habe ich, aber da laufen mir jetzt gerade echt alle Janis entgegen. Ach, und der Deutsche mit allen Doppelsöldnern. Ich brauche dich hier. Also das. Ich komme da nicht hin. Ich kann da nicht hin. Ich baue jetzt gerade eine Geschützgießerei und werde da gleich sofort 4 Eulkanonen queuen. Ja, also irgendwas gegen Infanterie musst du schon bauen, weil also die bauen ja keinerlei. Wie gesagt, ich werde 4 Bronzehaubitzen, Orgelkanonen queuen. Ja, ja, das ist auch gut so. Ich sag nur, mach das. Mach das wirklich. Ich hab die Ulanen tot, 6-7 Ulanen habe ich gekillt. Lags. Ja. Geht so, ja. Gerade habe ich auch nur noch 30 FPS. Ich habe jetzt aber den Großteil meiner Armee da sicher also nochmal rausgekriegt. Die sind mir nicht alle krepiert immerhin. Sehr gut. So, ich habe jetzt 4 Orgelkanonen. Ja, also ich meine, Infanterie zum Wegwerfen habe ich immer noch, kein Thema, aber wo sammeln wir uns? Mitte scheinbar. Ja, ich baue jetzt hier oben mal kurz einen Wall und mache hier oben den Zugang an meine Basis ein bisschen dicht, weil ich habe keine Lust, dass die da einfach rein raiden können. Das klingt nach einer absolut sinnvollen Idee, das mache ich jetzt auch mal gerade. Oh mein Gott, ich bin die ganze Zeit haust! Baut doch den Wall da, ich habe euch doch nicht umsonst dahingestellt. Das ist nicht so besonders. Oh, das ist deine Armee, okay. Ich dachte gerade kurz, das wäre eine riesige Armee, die da auf uns wartet. Nee, die gehört dahin. Die Soldat. Ja, da haben halt Punkte trotzdem bis zum Abwinken, ne? Ja, bis unten raus halt, klar. Aber andererseits, ich meine, es geht. Also ich meine, punktetechnisch bin ich ja nur noch 3000 Punkte hinter ihm und also du bist jetzt hinter dem Osmanen auch nicht mehr so richtig weit hinterher. Also ich meine, wir müssen da jetzt mal versuchen reinzukommen, ansonsten haben wir ein Problem. Lass uns das jetzt mal versuchen. Ich meine, der andere hat halt Fabriken, weißt du? Der ist halt so langsam jetzt halt richtig am Paddy machen. Das gilt halt ein wenig zu verhindern. Oder beziehungsweise verhindern ist es nicht mehr, aber... Okay, ist gut. Ja, let's go. Ich habe halt jetzt inzwischen auch einige Goons und einige Husaren immer noch. Und vor allem halt meine 4 Orgelkanonen. Ja, ist super. Ich baue auch nochmal Orgelkanonen. Lass uns da trotzdem mal pushen. Ja. Ja, lauf. Okay, du kommst. Dann gehe ich jetzt. Ja, ich habe halt so um die 150 Militärbevölkerung. Aber ich muss meine Kaff wirklich im... Okay, hier hinten kommt gerade ein... Kannst du den mal eben erschießen, den einen Doppelsöldner? Danke. Kann ich wohl. Sollen wir da auf das zweite Dorfzentrum von Osmanen pushen oder wohin gehen wir? Da oben die Janitscharen, die da bei dir rumstehen. Ja. Ich baue aber Kaff jetzt nur noch dazu, weil ich habe wirklich Angst, dass du sonst ansonsten von zu viel... Der kam aber bisher wirklich nur Dobs und also... Naja, der Deutsche, der hat halt Plänkler, das heißt, da kann ich ansonsten auch mit meinen Einheiten gut reingehen. Okay, also jetzt könntest du deine Dingens mal aufbauen. Also ich meine, notfalls marodieren wir uns jetzt hier einfach ein bisschen durch die Basis von dem Osmanen durch. Finden schon irgendwas für unsere Einheiten zu tun, das ist kein Thema. Jede Menge untätige Siedler läuft. Okay, da hinten sind Falkonette. Jo. Lauf doch! Alter, was macht meine Kaff da bitte? Oh mein Gott! Deine Orgelkanonen sind da alle draufgegangen, leider. Ich versuche da hinten die Falkonette jetzt mit meinen Goons zu kriegen, die ich noch habe.
Ja, das wäre wirklich eine Wohltat, aber das sieht er nicht kommen, weil er hat da auch jede Menge Dinge stehen. Wie heißen sie? Doppelsöldner. Nochmal an den... Ja, vor allem... Alter. Ich habe auch nochmal drei Eulkanonen gerade am Hochrollen. Ja, nee, um Gottes Willen. Wir haben da nichts mehr, um die zu verteidigen. Ja, das war absolut. Dieser Durchgang da oben war die absolute Hölle für einen Kampf, wirklich. Was für ein Durchgang? Wovon redest du? Ja, der, wo die Handelsroute lang geht. Also ja, der Kampf da oben war halt... Wir haben doch unter dem Dorfzentrum von dem... aber die Kaff von dem hat mich ja zurückgechased darüber und ich konnte halt dann nicht mehr vernünftig ausweichen. Die Dops standen halt einfach voll in meiner Armee drinne. Ja, dann hättest du was sagen müssen. Ich war da ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt nicht mit den Augen beim Kampf, weil ich ein bisschen Basiszeug gemacht habe, weil wir da, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ja nur auf die Gebäude von einem Osmanen gesiegt haben. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie den Kampf wirklich nehmen. Warte mal, das wollen wir nicht. Das lief jetzt gerade wirklich, wirklich exorbitant scheiße. Also ich habe da wirklich viel Kaff verloren und meine 4 Oil-Kanonen, das ist halt super teuer gewesen. Und ja, vor allem habe ich kein Gold mehr. Problem. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ja, I don't know. Ich wäre jetzt irgendwann sonst im nächsten Viertel gegangen, aber das hilft ja auch nichts. Achso. Ja, ich kann ansonsten... Also einer von uns muss irgendwann mal im Agen, das hilft wohl nichts. Pass auf deine Orgelkanonen da auf, die bringen sich da sonst um. Ja, irgendeiner muss, das ist richtig. Ich habe inzwischen halt auch schon Mühlen gebaut. Sag mal, hast du den Wall da dicht gemacht? Nee, oder? Hast du nicht. Du musst hier noch einen Wall ziehen. Vorsicht, weil da ist offen. Ja, ich hatte den bisher nur so gebaut, dass sie nicht einfach seitlich in meine Basis rennen können mit Ulan. Aber ja, ich mach den jetzt mal zu. Okay. Ich habe natürlich meine Wunde auch wieder so gestellt, dass es in einem Late Game halt ein absoluter Albtraum sein wird, die gegen Raids zu schützen. Zumindest das eine. Denn Porzellanturm habe ich ein bisschen intelligenter platziert, immerhin. Ich würde ja so gerne mal gucken, ob die noch irgendwo sammeln. Die sind ja wirklich komplett auf natürliche Ressourcen auch schon umgestiegen. So, ja, dann mach doch. Ja, die haben eigentlich keine Goons gebaut, ne? Nee, ich baue mal zwei Badges. Die haben halt, also du brauchst doch nicht so viele Goons. Also nochmal, die haben da nur Doppelsöldner und Jannis. Also ja, ich baue jetzt keine Goons mehr. Und ein paar Kanonen. Also du kannst gerne ein Falconet bauen auf jeden Fall. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Nee, kann ich definitiv nicht. Wieso? Weil ich Portugiesen spiele. Ja, ich meine eine Köverine. Übrigens, den ganzen Wall da vorne musst du nicht ziehen. Man kann da nur an dieser einen Stelle drüber. Ach so, ja doch, da hatte ich... Ja, egal. Ich meinte auch eine Köverine, kein Falconet, sorry. Aber das wäre trotzdem hilfreich, eine zu haben davon. Ja, was? Viertes oder Köverine? Ist die Frage jetzt. Naja, wenn es entweder oder ist, dann viertes. Also. Ja, es ist entweder oder. Dann viertes. Okay, die pushen da jetzt. Okay, die pushen da jetzt. Scheiß aufs Vierte. Okay. Da kommen 4 Falconette angefahren, wir brauchen die Köverine und zwar jetzt. Ist im Bau. Das andere zieh dich ein bisschen zurück hinter deinen Handelsposten, sonst sind deine Orgelkanonen Matsche. Naja, die erste ist schon wieder Matsche, nevermind. Der zweite ist jetzt von denen im Vierten. Ja, jetzt ist halt der zweite von denen im Vierten, jetzt kriegen wir es halt auch nicht mehr hin, weil also Janichan im Vierten kriege ich halt einfach mit Chinesen nicht mehr gekontert. Das ist, also der Bums macht zu viel Schaden. Ich habe 2 Kulverine in Bau. Ja, aber also, wie gesagt, also jetzt wird es halt schwierig, weil jetzt sind die im Vierten unter mehr Armee und wir haben nichts mehr. Okay, ich age jetzt auch ins Vierte. Okay, ja. Musst du. Denke ich halt auch. So, dann sind wir hier ein bisschen out of options. Aber, ja, das Engagement... okay, die kommen. Ja, ich sehe es. Sind deine Kyverinen hier? Ja. Okay, dann... Okay, dann auf geht's. Da läuft eine... du musst schießen. Und du musst mit deinen Einheiten hier nach vorne. Okay, schade. RIP Frame Rate. So ungefähr, ja. Allein die Doppelsöldner machen mich da halt einfach vollkommen weg, ey. Also, das mit den Goons war der falsche Call, glaube ich. Also, die haben wir überhaupt nicht gebraucht.
Aber die Doppelsöldner haben da gerade knapp 200 Militärbevölkerung von mir geschlachtet. Deine Kanonen müssen erschießen. Ich meine, wenn deine Kanonen da jetzt nochmal richtig reinblasen, dann kriegen wir sie zumindest hier gehalten. Also wir werden es, wir kriegen es ein bisschen Osmanen jetzt da nochmal zurückgepusht dadurch. Was auf jeden Fall schon mal viel wert ist. Und ich bin im nächsten. Na, immerhin. Da muss ich mich ja jetzt auch mal bewegen, ne? Wer was, ne? Schöne Scheiße, dann habe ich mir jetzt aber gerade absoluten Müll schicken lassen. Ich habe mir jetzt in der Panikreaktion gerade nochmal die 10 Akkubisiere schicken lassen. Die 10 Akkubisiere jetzt, die werden es reißen, Alter. Ja, also nee, aber es sah halt für den Moment halt echt knapp aus. Ja, ja, ich weiß, nein, aber das war jetzt dadurch, dass ich nochmal Holz weggetauscht habe und nochmal Kanonen gebaut habe. Das hat ehrlicherweise schon ganz gut geholfen. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier irgendwo ein bisschen was raiden kann. Mach du mal. Weil die können ja auch gegen meine Kaff gerade nichts machen. Nee, aber wir halt aktuell auch nicht so richtig viel gegen die, also beziehungsweise die können die einfach mit Doppelsöldnern schlachten, oh das musst du da gerade tun. Ey. Und du hast in der Mitte jede Menge Idle Villager. Ja, ist richtig. Und ich wäre halt vorsichtig, die auf falsche Ideen zu bringen, weil das Problem ist, wenn die anfangen bei mir zu raiden, dann kann ich kein Holz mehr sammeln und dann haben wir hier ein richtiges Alter. Problemchen. Diese Doppelsöldner. Naja, gegen sowas sind die halt schon gut, ne? Also ich meine, die sind halt relativ fix verhältnismäßig und sie führt einen Kaff halt in einer Geschwindigkeit, dass es eine helle Freude ist. Absolute Freude. So, erste Plantage kommt. So, Age läuft. Ich bin auch fully popped. Alter! Ich hab da so viel Kaff jetzt gerade in diesem Raid verloren. Ja, das war ja schon immer eine von Javas Kernkompetenzen mit dem Raiden. Samha! Was denn? Ich sag das doch nur. Ich habe mir gerade eine Fabrik schicken lassen, da ist sie. Die Heilige Schrift lege ich anders aus. Ey, das kann doch nicht sein, Mann! Ich habe jetzt meine komplette Kaff da oben verloren. 30 Kaff-Einheiten? Alter Vater, ey. Ja, gut. Also, what the fuck? Gut, jetzt mal ohne Flux. Also da kann ich dich leider nicht so richtig. Ich hab halt versucht, da oben irgendwie wieder rauszukommen. Es ist halt dieser scheiß kleine. Es gibt halt nur diesen einen Weg über diesen scheiß Fluss da oben. Oh mein Gott, ey. Gut, aber die haben nur Doppelsöldner. Ich baue jetzt nur Orgelkanonen. As easy as that. Ein paar Plänklern. Das Problem ist, wir haben halt nichts mehr gegen Kaff, wenn mir halt alle Pikes wegsterben. Das heißt, achte zumindest darauf, dass du dass du irgendwo Stelle hinstellst und die Kaff-Anforderungen dir auch schicken lässt, sodass wir zumindest eine Chance haben, irgendwas gegen Kaff-Anforderungen habe ich schon. Okay. Ich baue jetzt mal nochmal einen zweiten Stall, ist überhaupt ein guter Hinweis. Oh mein Gott, ich habe viel zu viel Nahrung. Brauchst du Nahrung? Nö, ich habe so 3000. Ja, ich habe so 7000, 8000. Ja, wir müssen da jetzt ehrlicherweise auch nochmal reinpushen, weil also ich meine... Warum? Naja, weil ich Chinesen spiele und Chinesen Late Game ist halt kacke, wogegen Osmanen Late Game ehrlicherweise nicht so kacke ist. Wir sind aber eh im Late Game. Ja, okay, da vorne nee. Kommt ein Push. Also wir sind im Late Game, das ist richtig, aber noch nicht so sehr im Late Game, habe ich das Gefühl. Weiß ich aber nicht. Kann mich da auch irren. Ja, jetzt kriege ich hier nämlich den Counter Raid und jetzt kann ich hier keine Nahrung mehr, kein Dingens mehr sammeln. Hier unten steht ein osmanischer Stall. Okay. Alter, mit welcher Verzögerung dieser Drecksping da ankam. Ja, gut, jetzt haben wir ein Problem, weil also... Das Problem ist ja gerade auch oben in der Basis, ehrlicherweise. Ich habe da oben halt gerade nichts, um die Falconette wegzubekommen. Ja, die schlachten uns da gerade komplett. Also allein die Doppelsöldner, wie gesagt, machen mich da halt vollkommen zu Sau. Mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt, wie gesagt, kein Holz mehr sammeln kann. Ich bin da unten schon am Hinreiten. Ja, das ist nett, aber... Zieh dich mal ein Stück zurück, ich habe Orgelkanonen im Bau. Wir bräuchten aber ehrlicherweise Kyverinen, ne? Ja. Also wir brauchen irgendwas gegen die Falkonette. Orgelkanonen sind auch hilfreich, aber die Infanterie kriege ich schon weg, das passt schon. Aber was ich absolut partout nicht wegkriege, das sind halt die... Oh mein Gott, wie viele Siedler sind mir da drauf gegangen?
So, ich habe jetzt hier unten Kavallerie gegen den, gegen seine Ulan. Das sind Husaren, das ist ehrlicherweise der... ja, der kannst du kurz da mit ein paar Pikes auch hingehen und auf den Stall da drauf werfen, weil... Arbeite so. Dran, ja. Pass auf, deine Armee da oben, ich habe jetzt wieder All-Kanonen da und Kulverine im Bau. Weil, also ich meine, der hat da praktisch keine Armee mehr stehen und ich habe da eine volle Chinesen-Armee, gibt da also keinen Grund irgendwie ihm da... Alles klar. Ja, ich habe wie gesagt auch Orgelkanonen da. Ja, dann mach irgendwas mit denen, ist ja gut. Versuche ich, ja. Und... Kulverine kommen jetzt auch. So. Hier oben habe ich jetzt die Kulverinen, die Falconette einfach halt händisch einfach abgerissen, das ist auch immer eine Möglichkeit. Sehen. Ich habe meine beiden Factories inzwischen da. Lass uns nochmal versuchen, ein Stück zu pushen. Da unten der Stall ist Futschi. Mittlerweile ist der Osmaner halt punktetechnisch der schlechteste. Also ich meine, der hat logischerweise halt auch nicht mit dem Late Game gerechnet. Ich meine, er ist ein fucking Osmaner. Boah, ich kann meine Armee auch nur noch mit dem alle Militäreinheiten durch die Gegend befehligen Button irgendwie durch die Gegend schicken, weil ich so viel Zeug hier habe. Übrigens, hier unten ist ein osmanisches Dorfzentrum. Ja, finde ich auch fragwürdig. Und hier ist eine Geschützgießerei. Wir haben da ein echtes Problem. Okay, also wir. Ja. Ich laufe da unten mit Husaren runter. Was chased mich da? Weiß ich nicht. Okay. Aber wir sind da gerade dabei, in die osmanische Basis reinzupushen und da kann der auch herzlich wenig gegen machen im Moment. Ich frage mich nur gerade, wo meine... So, der Stall da unten, der wird jetzt erstmal entfernt. So, da ist jetzt der Deutsche ins Fünfte. Ja, ja, wir müssen jetzt pushen. Der Deutsche ist gerade ins Fünfte gekommen. Und okay. Ich brauche hier immer noch Kulverinen. Also der baut da weiter Falconette. Das ist das Einzige, was mir da gerade gefährlich werden kann. Ah, fuck, meine Kulverinen stehen da hinten. Komm. Ja, da oben stehen 10 Falconette. Das, die brauchen wir jetzt auch. Kulverinen sind im Rollen, wie gesagt. Sind auch schon verbessert. Die Geschützgießerei da unten habe ich entfernt. Da sind meine Typen einfach auf halbem Weg stehen geblieben. Oh mein Gott. Schieß, wenn es geht, direkt oben rechts auf die Falconette. Ja, sind gleich da. Okay, da kommt jetzt Kaff. Nein, Vorsicht, da kommt Kaff. Lass die hinten. Ich kann dir nicht helfen im Moment. Naja gut, mir geht da sowieso gerade schon wieder meine komplette Armee drauf. Ja, ja, ja. Okay, ich stehe in der Kaff drin. Ja, ist ja schon mal was. Oh mein Gott, okay. Ich habe Unmengen an untätige Siedler, die vorher am Holzsammel waren. Ach schön, glaube, meine Kaff begeht da oben mit Selbstmord. Ja, love it. Ja, da würde ich aufpassen. Ich kann dich da momentan zumindest nicht mehr schützen. Ich versuche da jetzt mal wieder ein paar mehr Barracks hinzustellen. Aber so langsam geht mir mal wieder das Holz halt auf der Karte aus. Das klassische Problem, wie du weißt. Handelsposten umgestellt? Ja, natürlich. Zieht euch zurück, verdammt. Wir müssen da unten über Nacht das Dorfzentrum von den Osmanen wegkriegen. Ja, ich hätte gerade meine Kaff hochgezogen, weil... Nein, nein, ich sag das nur jetzt, weil, also, warte, ich hab da... Pass auf, du sammelst da oben Armee und lässt die auch direkt draufgehen. Da oben kommen die Falconette. Ich versuche die rauszusnipen mit meinen beiden Kulverinen, die ich nach wie vor habe. Ja, aber nochmal, der Deutsche ist im Fünften. Also gegen imperiale Doppelsöldner können wir mit dem, was wir da gerade stehen haben, nicht richtig viel machen. Also, wie sieht's bei dir mit Fünftem aus? Fehlt Gold in erster Linie. Feuert doch, Mann. Okay, ich krieg da aber ordentlich... passt, ja, du hast ja gerade beide Kulverinen umgebracht. Das ja, war jetzt ich habe gleich wieder, ich habe gleich schon wieder fünf da. Wir sind schon vier Stück, okay. Habe ich gleich wieder da. Ja, du musst ein bisschen auf die aufpassen, sonst haben wir da gleich. Ich habe da oben halt auch fünf Kulverine geschlachtet. Bist du sicher? Fünf nicht Kulverine. Ich habe mit meinen. Ja, schon klar. Falconette. Fünf Falconette mit meinen zwei Kulverinen geschlachtet. Da oben kommen jetzt Ulan. Pass auf. Da oben. Was heißt sind da Ulan. Oben? Ja, Kacke. Das ist die letzte Stelle, wo ich noch Holz sammeln kann. So, naja. So langsam kriege ich ein Problem. Ja, du hast hier unten, hast du noch ein Wäldchen. Okay, mein fünftes kommt. Ja, da kann ich aber auch nicht mehr sammeln, das ist ja direkt neben dem osmanischen Dorfzentrum. Alter, ist das ein krasses Late-Game schon wieder, ey, was ist passiert? Okay. Naja, wie immer halt, ich also da wir oben halt nicht auf, wenn wir es verkackt haben und deswegen zieht sich dann sowas ein wenig hin. Okay, die Husaren da oben ziehen wieder ab. Ja, dann kann ich da ja auch wieder zumindest noch diese vier traurigen Bäume wegmachen. Ja, wie gesagt, ich bin auch am Vorrücken ins Fünfte jetzt, ne?
Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir uns, wenn wir jetzt Late Game spielen, dann spielen wir jetzt Late Game. Da ist es aber wichtig, dass wir uns jetzt auch entsprechend für, aufstellen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal da oben einen zweiten Wall ziehen. Ja, den zweiten Wall habe ich schon, aber... Alter, da steht schon wieder eine Geschützgießerei, ey. Irgendwo stehen hier Siedler, ich finde sie halt nicht. Du musst jetzt bitte mal deine ganze Kaff abziehen und, okay. Ja doch, hier kommen gerade zwei Ulanen, die kriege ich aber weg. Aber du musst deine ganze Kaff mal abziehen, um da unten das Zeug auf unserer Seite von der Karte zu bereinigen, bitte. Sonst, Ja, alles klar. Läuft. Die haben da momentan ein Raiding-Potenzial. Unten noch links, ja. Also da... Da steht eine Geschützgießerei. Das ist ansonsten jetzt, glaube ich, momentan das Einzige bei uns auf der Seite. Bei uns auf der Seite, da wo deine Einheiten stehen gerade, steht ja mein Stall. Da hinten. Ja, okay, bin am Laufen. Da steht jetzt schon die zweite Geschützgießerei, das heißt also, der stellt die auch regelmäßig wieder hin. Meine Husaren sind am Laufen, wie gesagt. Perfekt. Ja, was mache ich jetzt? Also gut. Ich muss ja, glaube ich, Kirche und Arsenal brauche ich auf jeden Fall noch. Was brauchst du fürs Fünfte? Naja, Gold. Also ich habe 14.000 Nahrung, aber ich stelle jetzt halt alles einmal auf Gold um, dann passt das schon. Da sind schon mal 2.000. Danke. So, dann brauchen wir noch ein Konsulat. Quatsch, ein. Realistischerweise. Okay, da ist die Siedlerin. Kannst du mal diese eine Siedlerin da umbringen, bitte? Läuft da gerade nach links raus. Ich mache hier den Rest weg. Okay, da oben kommen jetzt wieder jede Menge imperiale Doppelsöldner. Alter, der baut auch wirklich nur noch Doppelsöldner. Ich sag doch, bitte bau mal ein paar Kassadores. Also. Ja, ich kann auch nicht alles bauen. Ja, aber also, Vorsicht, deine Kanonen. Da oben kommt auch eine große Haubitze, die Bombarde, sorry. Alter, die Doppelsöldner brauchen meine Gebäude nur einmal angucken und dann sind die weg, ey. Holy fuck, und ich hab hier gerade... Und Framerate drops auf Doom. Nö, jetzt ist das Spiel eingefroren. Ich flieg gerade raus. Meinst du es wieder da? Jetzt meinst du wieder auch da? Okay, ja. Holy fuck, das ging jetzt schnell. Aber also, das Problem ist halt, ja, also das Problem ist, mit deiner Kaff kannst du halt gegen deine Armee halt nichts tun und deine Kyverinen sind alle gerade gestorben ohne... Nee, ich habe die große Bombarde wegbekommen und ein paar Verbündete, aber ja, das Problem bleibt bestehen. Wir brauchen trotzdem ein bisschen mehr Infanterie. Das Kommt jetzt. Es hilft alles nichts, du hast leider recht, wir brauchen Infanterie. Kommt, ich baue hier gerade spontan einen Haufen Kasernen hin bei mir in der Basis, weil darauf wird es jetzt auch ankommen. Und ich bin gerade auf dem Weg ins Fünfte. Super. Okay. Okay, warte, jetzt gerade, ich habe jetzt meine Kaff jetzt aber auch da. Dann hau die da drauf. Also ich meine, die... Oh Gott, diese ganzen Doppelsöldner, ey. Die haben wir ja zum Glück endlich mal weggekriegt. Durch vermehrten Spam. Was für ein Spiel, ey, Leute. Ja, und jetzt ist der Wald weg. Ja, schöne Scheiße. Ich habe jetzt zwei Optionen. Ich kann jetzt entweder langsam anfangen halt mit einer Transition auf Kaff oder ich kann stattdessen halt anfangen, jetzt Akkubisierung Changdao zu bauen. Was ist dir lieber? Erstmal baust du gleich noch den zweiten Handelsposten und da schrotten sich schon wieder meine Units. Erstmal baust du jetzt noch den zweiten Handelsposten. Ja, und dann? Ja, das Problem ist, ich brauche gerade noch so ein bisschen Holz. Also erstmal kannst du in der Mitte noch ein bisschen Holz sammeln. Ja, also ich will nur darauf hinaus, dass ich früher oder später, also das mag sich vielleicht jetzt auch noch 10, 15 Minuten hinziehen, aber früher oder später werde ich diese Transition machen müssen und ich frage dich, was ich dann bauen soll, weißt du? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde tendenziell sagen, Akebusire und Changdao. Okay. Dann ich werde jetzt erstmal in der Mitte aufhören, Holz zu sammeln und dir dann noch ein bisschen Holz übrig zu lassen. Okay. Ja, ich muss jetzt vor allem erstmal meine Gebäude wieder hinstellen. Ich habe auch wieder volles Militär, also von mir aus können wir da gerne nochmal versuchen zu pushen. Ich habe absolut kein volles Militär. Ich muss da vorne jetzt erstmal meine Geschützgießerei wieder hinbauen. Dann änder das bitte mal, weil die sehen so aus, als wollen die da gleich schon wieder pushen. Ja, ich baue jetzt gerade halt fleißig Kassadores. Ja, ist okay. Fünftes ist durch. Ja, wie gesagt, Kassadores, ein paar Goons schaden, glaube ich, auch nicht. Und ein paar Köverinen sind auch auf jeden Fall eine gute Sache, aber ich würde, wie gesagt, von den Husaren für den Moment mal anstehen. Mein Problem ist Holzmangel gerade. Deins auch, ich weiß, aber... So, zweiter Handelsposten von dir muss noch gebaut werden. Ja, erstmal muss ich da ein paar Kasernen hinstellen, die sind gerade wichtiger. Okay, ich bin fully popped. Okay, ich kriege oben Raid. Ja, dann wichtig. Ich kann ja...
Ich bin halt so furchtbar langsam, wie du weißt. Alter, diese Doppelsöldner werden mich ja jetzt komplett auseinandernehmen. Ja, ist richtig. Warum laufe ich nicht in meine Base rein? Was ist da los? Weil da vielleicht, ich weiß nicht, fehlen da Tore oder so. Okay. Ich bin jetzt auch so un petit gepoppt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe nämlich ja gerade nochmal 20 Siedler dazu gekriegt. Das heißt, ich bin gerade bei 240 von 220 Bevölkerung. Was an sich super ist, aber... Ja, also ich bin jetzt halt auch gleich da. Dann kann ich dir gegen die Doppelsöldner da auch helfen. Alter, wollt ihr nicht auch mal... Ja, okay. Der Rest von der Armee hat sich da jetzt einfach mal umgebracht, weil sie nicht gefeuert haben, sondern einfach nur gelaufen sind da in die Osmanen rein. Ja, vielen Dank auch. Junge, Junge, Junge. Das hätte jetzt nicht sein gemusst. Wie krank der den halt einfach carried, ne? Geht so, also ehrlicherweise macht der Osmane auch keinen schlechten Job. Der kriegt halt wirtschaftlich nichts geschissen, aber der ist halt Osmane, was soll er auch machen, also. So, Welle werden wieder aufgestellt. Gut, dass ich den diesmal wenigstens relativ zeitnah gesehen habe. Oh ja, das wäre sonst tendenziell ein bisschen fatal geworden. Dann lass uns mal wieder raus da. Ich habe da also auch irgendwie, sehr dämlich gerade den Rest meiner Armee gegen den Osmanen umgebracht und der hat praktisch halt keine Verluste und wahnsinnig viele Kanonen da jetzt. Holy crap, ja, okay. Ich habe gleich 5, 2 Kulverine habe ich schon im Bau. Ja, ist gut, aber die werden wir jetzt auch brauchen gegen das Aufkommen da. Oh, ich komme nicht über diese... Oh mein Gott, ist das eine Kackkarte, um Einheiten durch die Gegend zu schicken. Naja, das Einheitenmanagement hat sich halt mit der DI halt auch nochmal richtig viel. Aber ich komme auch nicht um diesen scheiß Teich da rum. Meine Einheiten denken halt, das ist der kürzeste Weg, aber es ist halt einfach ein scheiß Weg. Wenn deine Einheiten denken, dass das der kürzeste Weg ist, dann haben deine Einheiten einfach eine scheiß Meinung. Ja, ist auch so. So, ich kill da oben jetzt gerade schon fleißig Kanonen. Ja, pass auf, die Janitscharen finden das nicht so lustig. Boah, Alter, vor allem reißen sie mir ständig die Kasernen ab, die ich da mühevoll wieder hinstelle. Das ist halt auch so ein unhaltbarer Zustand. Weil es gut ist, dass ich halt ehrlicherweise meine... Wenn deine Kulverinen da sind, können die sich da gerne der großen Bombarde annehmen. Ja, die Kulverinen sind leider schon wieder Fratze von mir, aber ich habe neue in Bau. Ah ja, okay. Das Gute ist, dass ich mit den Husaren halt meine, die Doppelsöldner von dem halt so ein bisschen durch die Gegend... Schieß mal einmal auf die Dingens drauf, die ist praktisch weg. Nevermind. Da hat's... ja, oder so. Alter. Der Kahlschlag hier wird langsam echt zum Problem, ey. Was allerdings auch ziemlich schwachsinnig ist, dass ich die ganze Zeit hier noch Gebäude auf Voll stehen habe. Die ist jetzt Fratze. Da sind schon wieder neue. Fuck, die Doppelsöldner da oben killen mir jetzt die... Die was? Meine neuen Kulverinen sind gerade durch die Doppelsöldner hingerichtet worden. Da oben kommen gerade Pferdegeschütze. Ja, ja, jede Menge sogar. Das wäre eventuell halt eine Überlegung wert, halt selber ein paar Pferdegeschütze zu bauen. Statt der Kulverinen. Die sind halt ein bisschen mobiler. Und bringen halt vor allem auch gegen andere Einheiten ein bisschen mehr. So, können wir jetzt mal bitte alle Militäreinheiten hier mal hochschicken, bitte? Ja, können wir, aber also, naja, wir müssen halt gucken, also, die hauen mir halt mein Militär da in einer obszönen Geschwindigkeit weg, diese 10 Pferdegeschütze da. Ja, ich gehe da jetzt mit meiner Infanterie wieder rein. Wie sieht's bei dir wirtschaftlich aus? Ne, ich verbrenne halt gerade meine letzten Holzreserven, also es geht mir wirtschaftlich gut, aber ich kann das einfach nicht lange aufrechterhalten, weil halt alle Holzsammler von mir gleich demnächst schlapp machen werden. Weißt du? Du hast da vorne noch einen Wald, ne? Ja, wir können in der Mitte ja gerade nicht gefahrlos. Vorsicht, du schickst da schon wieder 3 Kulverinen in den Tod. Die werden auch nichts mehr reißen. Also wir müssen uns hier zurückziehen. Ich hab wieder 3 Kulverinen. Ja, die sind aber wieder tot, instant. Nee, nicht die da oben. Ja, wir müssen uns trotzdem irgendwo sammeln, weil deine Kulverinen müssen hinter meinen Leuten stehen, sonst sterben die instant. Ja, okay, gut. Da wurde mir jetzt gerade die Geschützgießerei abgerissen, wo ich gerade nochmal Kulverinen gecued hatte. Das heißt, ich muss jetzt wirklich mal hier zurück. Das macht alles keinen Sinn, ey. Und damit haben wir halt den Wald auf der vorderen Insel schon wieder verloren. Das heißt, ich muss jetzt halt die Transition weg von den Chocolu machen, was halt eine Vollstrafe immer ist für den Chinesen. Du hast da hinten noch eine Bannerarmee stehen. Ich habe überall noch Zeug stehen. Hier hinten ist noch eine, hier ist unten ist lustigerweise eine volle Plantage von dem Osmanen.
Okay, da kommen schon wieder jede Menge Doppelsöldner. Und wir haben da im Moment nichts gegen. Zieh dich hier zurück in unseren Engpass hier. Ja doch, ehrenhafter Changdao, Schwertkämpfer war schon richtig. Das brauchen wir noch. Ja, das interessiert mich Nüsse, dass du verwundet bist und dich nicht bewegen kannst. What the fuck machen meine Siedler da? Die siegen da auf die osmanische Basis? Oh mein Gott, ey, was der da gerade auch an den Gebäuden hinstellt. Holy shit. Naja, also wie gesagt, wir können halt die Artillerie einfach nicht kontern. Das war gerade halt extrem miese Koordination. Ich habe meine Einheiten halt ständig verloren und du deine Geschütze halt auch die ganze Zeit kampflos. Und, ja, so, ich habe jetzt hinter unseren Wellen, direkt hinter unseren Wellen, Kulverine in Bau. Und nochmal eine volle Bevölkerung. Ja, ich habe aber keine Einheiten mehr. Das heißt also, die werden im Zweifelsfall auch nicht mehr ankommen wahrscheinlich. Also bei mir ist jetzt halt Feierabend. Du hast da noch eine Bannerarmee. Ich kann dir nochmal 1000 Holz schicken. Naja, mir fehlt ja also jetzt vor allem aber halt auch die Produktionskapazität. Die haben ja da halt wieder, weiß Gott, wie viele Kasernen abgerissen. Und also vor allem, ich pumpe jetzt hier gerade halt in Unterzahl in die Kanonen rein. Ja, lass dich kurz hinter die Welle zurückfallen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade hier auch batchweise Einheiten im Bau und... So, wo sind deine Kyverinen? Da. Sind sie perfekt. Gut, das ist schon mal viel wert. So. Gut. Dann, ja, sehr schön. Die werden da jetzt gerade alle einmal hart exekutiert. Das war jetzt auch genau das, was wir da gebraucht haben. Oh Gott, tief durchatmen, ey. Da sind wir jetzt aber weiter zurückgefallen als notwendig gefühlt. Ja, also, spaßig wird es jetzt da wieder. Aber es war vermeidbar. Spaßig so. Wird es jetzt da halt auch wieder rauszukommen, ne? Ja, allerdings. Ich habe hier hinten die ganze Zeit irgendwelche Angriffspings. Wodurch? Was ist hier los? Na, ja, kacke, jetzt habe ich halt überhaupt kein Holz mehr. Jetzt kann ich nicht mal mehr die Plantagen. Die laufen jetzt hier oben lustig los. Naja, ich muss jetzt erstmal meine Basis wieder ans Scheißen kriegen. Hab hier jede Menge Idle Siedler und so. Bin gleich wieder für dich da. Ja, das Problem ist, die machen jetzt hier oben wieder ein Base Raid. Ja, kann ich nichts gegen tun, ich habe keine Einheiten. Doch, natürlich, du hast doch da komplett Armee stehen. Ja, aber ich komme doch nicht an denen vorbei, also ich muss doch oben rumlaufen. Ich werde jetzt durch die Basis zurücklaufen. Okay, da hinten sind wieder osmanische Einheiten. Ja, die raiden mir da gerade wieder irgendwelche Häuser weg. Du kriegst ja keinen dritten Wall hin oder so, ne? Werde ich gleich versuchen. Alter. Ach, verdammt. Was denn? Ja, unten, die laufen jetzt auch wieder rein. Ja, klar. Ach, scheiße, ich verliere Häuser. Ja, ich halt auch. Ich habe gerade schon das erste verloren. Und die Legs sind halt auch echt nicht feierlich. Ich bin halt die ganze Zeit... Das ist halt die... Das ist DE for you. Also ich brauche hier unten nochmal Kyverinen, wenn es irgendwie geht. Ja, ich muss eben warten, bis ich wieder Häuser habe. So, wir haben jetzt da oben aber die ganz gut erschossen. Ich habe wieder Häuser, ich habe wieder Kyverine im Bau. Unten. Das ist ja schon mal viel wert. Ach, du hast da jetzt gerade auch Falkonette bekommen. Ja, aber ich kann nichts machen gegen 10 Pferdekanonen, 20. Ja, vor allem die Doppelsöldner, die praktisch in deinen Kanonen drinstehen. Die Doppelsöldner, die sind okay, also gegen die könnte ich mich wehren, wenn mir halt nicht instant alle Einheiten, die ich irgendwo hinsetze, halt sofort wieder wegsterben würden. Oben mit deinen Einheiten? Ja, wie gesagt, ich war zwischendurch poppt, ich habe aber jetzt gleich wieder 5... Okay, ich habe wieder Kulverin. Jetzt gleich 5 da. Ja, aber die stehen da jetzt halt in meiner Base, also... Ja, so, Kulverinen sind halt, da. Ja, aber das hilft nichts, weil also die Doppelsöldner werden die halt instant umbringen, weil jetzt die Welle auf sind. Lass sie nicht da reinfahren, Junge, das ist reiner Selbstmord. Ja, ich versuch schon. Naja, zu spät. Ja, das ist gelaufen. Jetzt habe ich keine Kasernen mehr und sie stehen in meiner Base und du hast da auch keine Units mehr, also das ist vorbei. Ich komme mit meiner 50-Mann-Kassadorbevölkerung jetzt von hinten hier rein. Die kommen zu spät, also wie gesagt, die stehen bei mir in der Base. Also ich habe auch keiner der Produktionsgebäude mehr, also... Ich bin da.
Ich baue Cassadores aus 3 Kasernen bei mir in der Basis. Ja, nach. Aber das da ist gerade eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, was deine Einheiten da tun, aber... Holy shit, die Pferdekanonen haben die komplett geschlachtet. Ich wollte halt irgendwie die Einheiten aufhalten, aber... Oh mein Gott, ey. So. Ja, jetzt werden wieder alle Siedler hingerichtet. Ich habe 2 mittlerweile verloren. Ja doch, 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 doch. Wir haben doch immer noch nichts da. Da kommen schon wieder die nächsten Doppelsöldner. Das war das nächste Wunder. Ja, diese... geht gerade drauf. Diese Kombination aus den Kulverinen und Pferdekanonen und dieses scheiß Hin- und Hergerenne auf dieser Karte ist echt ein Riesenproblem. Also ich war halt die ganze Zeit in dem Problem Base Raid, ich muss irgendwie über die halbe Karte rennen, wenn man halt einmal die mittlere Position hat. Da kommen jetzt auch noch 3 Mörser. Also ja, ja, ich weiß. Da gegen die Kanonen wirst du direkt die nächsten Kulverinen queuen, die werden nämlich nicht lange leben. Wir können die nicht beschützen. Aufbauen, aufbauen, aufbauen. Ich kann nicht direkt neue Kulverinen queuen, weil... Komm, kill die da. Weil ich da keinen Platz habe für Gebäude. Ja, komm, aber da. Wir haben sie jetzt da wieder jede Infanterie, die ich da aufgestellt habe, auseinandergebaut und deine Kulverinen sind wieder tot. Damit haben wir es jetzt wohl endgültig verloren, weil die haben nicht mal die Hälfte der Dingenskanonen weggekriegt. Und die hauen mich jetzt, wie gesagt, einfach auseinander. Gehen wir es auf? Ich glaube, wir wurden halt zu krass destabilisiert. Ich meine, das war so ein krasses Game. Und wir haben am Anfang standen wir so scheiße da, dann haben wir uns zurückgekämpft, aber jetzt ist halt, wir haben halt einfach jetzt wirklich zu viel verloren. Also, und ich hatte zwischen. Ich stehe wirtschaftlich halt immer noch perfekt da, weißt du? Ich habe volle Ressourcen. Ich krieg halt nur ums Verrecken kein Militär mehr raus, weil die halt in meiner Base stehen. Ja. Und ich kann halt gegen diese 30. Kannst du noch mal ein paar Husaren bauen oder irgendwas? Also. Ja. Ich spamme jetzt irgendwie so ein paar Kaff-Armeen raus. Das ist die einzige Hoffnung, die ich jetzt irgendwie gefühlt noch habe. Ich meine, ich habe so ein paar Chang-Daos da jetzt in den Pferdegeschützen drin. Das andere ist, ich bin nur noch bei 125 Pop, weil mir mittlerweile so viele Häuser abgerissen wurden. Das ist gerade das größte Problem, dass ich auch einfach keine Dingens mehr bauen kann, keine Armeen. Ja, das ist ein Problem, das stimmt. Also ich meine, wir haben da jetzt nochmal alle Dingens weg, aber wir brauchen da trotzdem, wenn es irgendwie geht, jetzt stand Pede mal ein bisschen Abwehr gegen Dingens. Kann ich dir irgendwelche Ressourcen schicken? Kannst du irgendwas tun? Nee, ich hab, wie gesagt, also ich brauche halt jetzt vor allem ein bisschen Zeit. Ich habe 4000 Gold, ich habe 12.000 Nahrung, ich habe genügend Ressourcen. Das Problem ist nur, ich habe keine Gebäude mehr und keine Bevölkerungskapazität, weil sie mir mittlerweile 2 Dorfzentren plus einen Teil meiner Dörfer abgerissen haben. Plus meine beiden Dass der auch mit Doppelsöldern only klarkommt, ne? Das ist, kann eigentlich nicht. Ja, also wir haben viel zu lange halt nichts dagegen gebaut. Wie gesagt, also deine Kaff war halt, glaube ich, der falsche Call. Ja, ich habe halt ewig. Wir haben halt viel zu lange drauf gerechnet, dass er halt mit Ulanen spielen wird, was er halt nie getan hat. Ja, ja, das stimmt. Und wir haben halt überhaupt nicht drauf reagiert. Wir haben halt einfach gesagt, ja, weiß nicht, okay, gut, dann. Ist auch halt super. Was machen jetzt meine Einheiten da? Oh mein Gott. Okay. Ich habe wieder 5 Kulverine, kommen hoch. Du musst mal ein Tor in deinen Wall machen. Ja. Das Problem ist vor allem, wir können das da, also jetzt, was wir gerade machen, ist hochdämlich, weil ich kann meine Armee nicht mehr hinstellen, weißt du? Ich bin halt komplett Supply geblockt, weil mir die halt alle Häuser abgerissen haben und ich habe keine Kasernen mehr. Das heißt, was wir gerade machen, ist halt sehr gefährlich. So, jetzt habe ich endlich wieder volle Bevölkerung, also nicht volle Bevölkerung, aber volle Bevölkerungskapazität. Ja. Entscheidender Unterschied. Pass auf, deine Gebäude da oben, die werden garantiert nicht fertig, die deine arme Siedlerin da baut. Guck, ob du die retten kannst, eventuell. Alter, da kommen schon wieder 10. Ja, ich weiß, ich hab 5 Dingens da. Ja, dann lass die feuern, sonst löschen die da jetzt instant. Ja, nevermind. Ein Schuss von den Drecksdingern, oh mein Gott. Was war das denn? Heilige Scheiße, ey. Hast du das gesehen? Die haben sich einmal umgedreht, puff, zack, Armee weg. Naja. Ja, nun. Ich meine, die Chang-Daos, die halten da ehrlicherweise gerade die Doppelsöldner relativ gut in Schach. Das ist vielleicht für gegen die ausnahmsweise mal gar nicht so dämlich. Okay, leider ist dein Ball schon wieder down. Naja. Das wird ja wohl auch ewig auch bleiben, gefühlt. Okay, lass uns da nicht völlig kopflos reinpushen. Vorsicht, da stehen schon wieder jede Menge Kanonen.
Kanonen heißen die Dinger. Leider war. Kanonen ist Name of the Game. Ja, die haben da inzwischen auch so viele Außenposten einfach gebaut. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt noch in-game sind. Wir haben mehr Punkte als die. Wir müssen die viel, viel tausendfach bessere Eco haben. Haben wir auch, aber wir kriegen es einfach koordinatorisch überhaupt. Alter! Holy fuck, das sind Pferdekanonen! Ich will nicht sterben! Lauft! Ah! Um Himmels Willen, ey. Was ist das denn bitte mal wieder für ein Spiel, ey? Kinder, heute, ich sag das schon mal so, wird es nur ein Spiel geben, weil das jetzt einfach, was macht der denn jetzt? Ach, der circlet jetzt um die Dingenskanonen oder was? Ja. Wow. Soll er gerne machen, aber das wird gegen die Kyverinen auch nicht so richtig viel helfen, glaube ich. Nee, das glaube ich halt auch. Wir müssen halt einfach, also jetzt habe ich halt endlich wieder so ein bisschen Ruhe hier drin, weißt du, jetzt habe ich halt voll verbesserte Einheiten, jetzt habe ich hier wieder so ein bisschen meinen Ball stehen, ich habe jetzt, glaube ich, gerade wieder eine Chance, das Ganze hier so ein bisschen stabilisiert zu kriegen, weil jetzt kommt da halt durch meine ganzen Plänkler und Chang'Daos auch nicht mehr durch. Die sind jetzt mittlerweile auch imperial. Okay, der hat mir da jetzt extremst viele Kassadoros auch weggeschossen über Zeit. So. Ja, ist okay, wie gesagt, ich habe da also eine volle Bevölkerung. So langsam können wir auch wieder versuchen, da rauszupushen. Ja, sorry Leute dafür, dass das jetzt alles irgendwie gerade zwischendurch ein bisschen erhitzt und stressig war. Also, ach, unwesentlich. Ich weiß nicht, warum wir hier noch im Spiel sind, wie Java gerade schon so schön gesagt hat. Unwesentlich, sagt er, unwesentlich. Okay, pass auf, ich komme. Ich baue jetzt 5 Mörser, um da oben die Drecksgebäude mal wegzubekommen. Pass mal auf. Eigentlich darf er nicht Erfolg haben damit seinem, ich baue einfach halt nur fröhlich Dingens Doppelsöldner. Aber also die sind halt dermaßen teuer. Das ist dir halt nur egal, wenn... Vorsicht, da wollen die Doppelsöldner deine Artillerie haben. Ja. So. Ach, da unten links stehen auch Gebäude von dem Typi. Ja, aber jetzt kommen wir den Doppelsöldnern da doch so langsam mal irgendwie... Da kommt jetzt Kaff. Ja, ich habe halt theoretisch Chang'Daos, aber praktisch halt nicht, weil die das erste sind, was drauf geht. Dann pack mal die Guns aus, wa? Ich schätze mal, als Portugiese hast du die Kaff-Anforderungen trotzdem dabei, oder? Klar habe ich die dabei, ja. Pass nur auf deine auf deine Mörser da auf, die gehen da sonst den Weg allen Irdischen. Den Weg allen Irdischen finde ich auch gut. Oh, nicely put. Alter, ich komme da nicht mehr raus mit meinen Einheiten. Dieser Snare-Effekt, die Kombination mit dieser Drecks-Wegfindung auf diesem verkackten Stückchen Land da, die ist so grauenvoll. Ja, das ist genau das Problem, was ich halt vorhin auch schon die ganze Zeit hatte. So, ich habe jetzt die ersten Goons da. Ja, dann. Bin nur gerade noch dabei, die zu verbessern. Die haben da jetzt auch gegnerische Kyverinen. Das ist echt kacke, weil ich habe halt 25 Bevölkerung in Mörsern stecken. Ja, reiß sie ab. Die werden auf absehbare Zeit eh nichts zu tun kriegen. Ja, ich habe nochmal 5 Kulverinen im Bau. Also wir brauchen jetzt alles, um da irgendwie die Linie zu halten. Warum laufen denn bitte meine Kassadores hier hin im Nahkampf? Was ist denn das? Die Einheitenfindung in dem Spiel ist wirklich schwierig, ey. Ich habe das Gefühl, sie ist vor allem schlechter als in der Grundfassung, was ja eigentlich nur nicht passieren sollte. Irgendwo wieder ein Raid? Ne, haben wir nicht. Nee, aber ich hab 5 Kulverinen gleich da. Ich wollte gerade sagen, wir bräuchten trotzdem noch mal ein paar Kulverinen, weil das, also kommen die, poppen die hier aus der Geschützgießerei direkt hinter mir? Ja. Das ist gefährlich, weil, also, da sind viel zu viele Doppelsöldner, ich kann da nichts gegen tun, lauf mit denen weg. Ich habe da schon wieder meine gesamte Armee gegen diese Kanonen, gegen diese Kanonenübermacht da verloren. Okay, boah, jetzt geht's aber. Ein paar Flottenpfeile, ey. Ja, pass mal auf die gegnerischen Kyverinen auf, die fahren da gerade ran. Vorsicht, Kyverinen kommen gerade. Ja. Kyverinen sind down. Vorsicht, der hat, ach Gott, der will mit den Doppelsöldnern wieder raiden gehen, ey. Ja, wobei, das hat er sich jetzt anders überlegt. Alter, gut, diese sind da. Mengen an Orgelkanonen. Das kann doch nicht sein. Ist völlig kaputt. Jetzt gehe ich ernsthaft out of gold. Fuck me. Out of gold? Ja, out of gold. Eieiei.
Gold habe ich noch. Bei mir ist eher das Problem der Nahrung. Ja, davon habe ich 35.000. Aber also das Problem ist halt einfach so ein bisschen... Kann ich dir Gold schicken? Bist du gerade so... Ja, ja. Aber wir müssen jetzt vor allem hier gegen die gegen diese ganzen Kanonen irgendwas tun. Deine, sind doch schon... Nein, ja, aber deine Kyrin-Mana, komischen Scheiß. Ja, weil die sich gedacht haben, ich baue mich nochmal kurz auf für das eine Geschütz da oben. Ja, also ich habe da halt einfach so ineffiziente Deals leider gemacht, weil ich halt einfach... Oh, jetzt kommt da wieder Kaff, ey. Ich krieg zu viel. Ja, ja, klar. Ist ja auch nicht dämlich, aber also das Problem ist halt so ein bisschen, ich habe da halt so ineffizient meine Einheiten eben weggeworfen, weil ich halt einfach so viele Einheiten da in den Fleischwolf geschmissen habe, um da irgendwie halt die Front zu halten. Das, okay, haben wir aber. Ja, ich habe jetzt auch wieder zwei Geschützgießereien da oben aufgebaut eben. Also ich meine, ich kann in absehbarer Zeit halt auch mal auf Kaff switchen. Also ich habe theoretisch alle Verbesserungen für die gemacht. Pass auf, du läufst so. Da schon wieder extrem. Ja, natürlich, ich will da ja auch pushen. Okay. Wir wollten ja nicht übermorgen noch hier sitzen, oder? Vor allem kriege ich da halt zwei Kyverinen für Lau, das ist halt der Selling Point dieser Aktion. Ich habe jetzt halt inzwischen noch Imperiale Jeanette, da hinten sind aber wieder eine Menge von den Kanonen. Jop, und eine Menge eine Menge Kavalleristen, aber da solltest du ja ganz gut vorbereitet sein im Moment. Dafür sind da jetzt gerade, okay, die Doppelsöldner sind hier, deswegen sind die nirgendwo, ich habe mich schon gefragt. Fuck! Ja, war ja klar, dass früher oder später halt wieder der Raid kommt, war ja irgendwie nur die Frage, wann und wo. Ja, okay, gut, sind aber nur 10. Ich hab da gleich Kassadoris. Und bitte. Ich hab da auch ein paar Einheiten hin am Laufen, vor allem ein bisschen Kaff. Die ist halt ein bisschen schneller da. Kaff. Wegen ja. Doppelsöldner. Ja, was soll ich denn machen? Also geht ja nur darum, da erstmal irgendwie ein bisschen was in die Bresche zu schmeißen. Scheiße, aber dann ist da die komplette Kaff gestorben. Also richtig, ja. Und damit ist auch dieser Vorstoß da unten wieder erledigt. Okay, gut. Da oben habe ich die Doppelsöldner aber alle abgeknallt. Also wieder runter hier. Ja, aber da ist noch eine große Bombarde, mein Freund. Da oben? Ja. Oh. Wenn du mir da mal ein Tor reinziehst, dann gehe ich die eben schlachten. Scheiß mal, schick deine Plänkler da runter. Ich habe hier Kaff, die kriegen da besser hin. Ich habe hier jetzt selber Kaff in den gegnerischen Kanonen drin. Kann da zumindest jetzt den Großteil der nervigen Pferdekanonen für den Moment nochmal rausnehmen. Ich habe ja übrigens immer mal wieder das Gefühl, in manchen Spielen können diese... Okay, hier kommen schon wieder neue Doppelsöldner. Die wollen jetzt hier oben auch nicht mehr Ruhe lassen. Hier sind und zwar diesmal mehr als 10. Ja, sind im Bau. Du eilst hier hinten wahnsinnig viele Goons. Wo? Ja, da. Die schon... werden jetzt als Blob dienen, um die Kavallerie da vorne fernzuhalten. Ja, deine Welle da sind halt immer noch nicht dicht und da strömen jetzt die Doppelsöldner, wie gesagt, wieder rein. Da musst du gucken, dass du... Oh, das sind echt viele. Ja. Und da kommen auch noch mehr. Naja, der wird da jetzt auch nicht mehr aufhören reinzupumpen. Also schick als erstes mal jetzt einen Siedler dahin, dass er den, dass er das Ding da dicht macht. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Ja. Ja, okay, du hast da so viel, das kriegst du hin. Ich fange da den Rest ab. Die neue Verstärkung. Okay. Guck, dass du das Tor wieder aufgestellt kriegst. Ja, deine Siedler kommen, perfekt. Da unten wäre es auch super, wenn wir da unten nochmal den zweiten Wall von dir fixen. Ja, das wäre in der Tat super. Oh mein Gott, das ist aber gerade der beschissenste Deal ever, ich weiß, aber... Oh, du hast da jetzt eine komplette Kaff-Armee dadurch verloren. Ja, yeah, das war geplant. Die kostet mich nicht so richtig viel und es geht mir vor allem darum, dass ich da halt deinen Typen da Zeit erkauft habe, weißt du? Das haben sie getan. Aber wie gesagt, wir müssen da jetzt diesen blöden Wall wieder hingestellt kriegen. Zwei Wälle stehen wieder. Gut, bau da Tore rein. Perfekt, danke. Okay, unten geht hier auch wieder die Kacke gerade ab. Ja, ich gehe da jetzt einfach mal Base raiden. Hilft ja nichts. Andererseits, ja, what the fuck, Alter. Die hauen uns da wieder richtig hart zusammen, oder? Du hast da vorne keine Tore drin. Ah, fuck, ja, das war's für meine Kulverin, weil da vorne keine Tore drin sind. Ja, das ist halt das Stück Weil, was ich ja halt gerade in der Minute hingestellt hatte. Ja, ja. Okay.
was auch schon wieder down ist, ehrlicherweise. Ja, und vor allem, da, also wir müssen jetzt hier unten auch mal wieder ein bisschen gegenpumpen. Sammel da mal, mess da mal ein bisschen Armee. Das Problem ist, der Hauptteil meiner Kasernen steht da außerhalb meiner Basis. Das heißt, ich kann da leider... Aber ich bin jetzt hier gleich durch. Oh mein Gott, diese Lags, ey. Ja. Okay, du bist durch? Nein, du bist nicht durch, das ist dein Kundschafter. Doch, du bist durch, okay. Gib alles, hau die Factories weg, wenn es irgendwie geht. Ich habe bei dir Einheiten im Bau. Ja, ich werde die Factories aber nicht kriegen, hier sind schon wieder so viele Dobs. Die snaren mich hier halt einfach von irgendwo bis nach Timbuktu. Ach, der hat seine Fabrik nie repariert. Okay, gut, dann kriegen wir die doch weg. Lol. Geizhals. Also eine Fabrik kriege ich auf jeden Fall. Okay. Aber ich bräuchte hier hinten gerne noch mal ein bisschen Hilfe gegen die, ich hab gleich wieder... Gegen die Kanonen, ne? Ja. Okay, eine Fabrik habe ich ihm abgerissen. Hab drei Kulverinen da. Welle wieder aufbauen, wenn es geht. Meine stehen auch wieder. Ja, ich arbeite dran. Das Problem ist, die Welle sind da mittlerweile halt auch so oft gefixt, dass sie mittlerweile halt ein absolutes Trauerspiel da bieten. Okay, hier sind die osmanischen Fabriken. Okay, der hilft seinem Mate aber. Ja gut, ich meine, eine Fabrik weniger ist schon mal ein Anfang. Ich weiß nicht. Also wir können natürlich auch warten, ein bisschen Altersschwäche sterben. So fühlt es sich halt gerade ein bisschen an. Aber bei diesem Unterfangen wäre ein Mangel an Fabriken auf gegnerischer Seite durchaus hilfreich. Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, punktetechnisch haben die halt echt keine Punkte, die müssen pleite sein. Deine Besiedler also, vorne, die den Ball repariert haben, sind draufgegangen, leider. Ja, schade, Marmelade. Ja, was machen wir jetzt? Also, soll ich weiter versuchen zu raiden oder soll ich pushen wir hier ganz regulär? Okay, du bist auf jeden Fall gerade wieder Kaff, wie blöde. In der Tat. Aber du hast eine Fabrik weg, oder was? Ja, von dem Deutschen habe ich eine gekriegt, aber leider die zweite nicht, weil er da halt so viele Dobs hatte. Also ich finde nach wie vor, dass die Angriffsprioritäten von den Einheiten hier echt mega weird sind. Was meinst du mit Angriffsprioritäten? Vorsicht, du rennst ja gerade mit deinen Goons in die Dobs rein und danach haben wir dann nichts mehr gegen die gegen Kaff eventuell. Also guck mal, dass du die am Leben hältst. Ja, ich baue ja auch die ganze Zeit noch Goons nach. Genau, Kulverinen sind auch eine gute Sache, die brauchen wir da jetzt auch dringend. Schaff die ran. Ich krieg jetzt so langsam hier den Wall auch wieder hingestellt. Ja, wichtig ist Tore reinbauen, sonst stehen unsere Einheiten ja, nämlich nur im Weg rum. Alter, ich will meinen Kill-Death-Ratio in dieser Schlacht lieber nicht sehen. Ich verzichte auch dankend. Ich baue jetzt halt oben auch immer mehr Welle, also... Naja, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Ich meine, ich kann theoretisch, wie gesagt, auch nochmal einen Raid versuchen. Da oben sind wieder mega viele Kanonen. Kanonen, ja. Ohne Scheiß, ich bin ja so dankbar, dass der bisher nicht auf die Idee gekommen ist, auf Bronzehaubitzen zu gehen, ey. Ja. Feuer doch, Mann, was soll denn das? Auf die Söldner, Alter, ich krieg zu viel, ey. Deine Kyberinen, Vorsicht. Ja, ich... Der hat mir da gerade wieder alles geschlachtet. Alles. Warum funktioniert das? Warum darf das funktionieren? Warum sind Doppelsöldner eigentlich in diesem Dreckspiel eine valide Einheit? Kann mir das irgendwer erklären? Vor allem seit wann? Ja, das ist auch eine gute Frage. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, also punktetechnisch scheinen sie ja nicht so valide zu sein, weil wir haben halt viel mehr Punkte. Naja, die haben halt nicht mit dem Late-Game-Spiel gerechnet und dementsprechend halt auch wahrscheinlich nicht die Wirtschaftskarten dafür dabei, aber... Jetzt merkt man halt, dass ihnen da wirtschaftlich ein bisschen die Puste ausgeht. Da kommt ja jetzt viel mehr Verstärkung. Aber was soll denn das? Was machen denn meine Kulverinen immer, ey? Ich weiß es nicht. Okay, da kommen jetzt Ulanen auf einmal. Das heißt, ich baue mal wieder ein paar Kaff-Einheiten dazu. Ein paar Kaffadores. So ähnlich, ja. Bomb. So.
Oh mein fucking Gott. Ich trau mich mal wieder zwei, drei Mörser zu bauen. Okay, da sind gerade auch wieder Pferdekanonen gespawnt. Ja, willst du Mörser bauen oder willst du lieber normale Einheiten pumpen und ich versuche nochmal den Base Raid? Ich weiß es nicht. Base Raid ist vielleicht einfacher als jetzt hier. Ja, ich baue normale Einheiten. Guck du mal, dass du nochmal ein bisschen mehrst für einen Base Raid. Ja, dann, aber um das unauffällig zu machen, muss ich jetzt halt erstmal gucken, dass ich, die irgendwo hinten sammle, ne? Ja, das leuchtet ein. Und vor allem darf ich halt auch meine Units nicht abreißen, das wäre zu auffällig. Haben wir noch einen Base Raid irgendwo? Nee, zum Glück. Nee, ich guck schon die ganze Zeit. Zwischendurch der Base Raid, da habe ich auch echt gedacht, das wäre vorbei, ey. Also, ja, ja, es gab genug Punkte in diesem Spiel, wo wir zwischendurch dachten, das wäre vorbei, wirklich. Ja, uns rettet, glaube ich, wirklich nur, dass sie echt eine miese Wirtschaft haben. Ohne Witze, aus meiner hat hier ungelogen 6 Geschützgießereien gehabt. Ich wünschte, ich hätte das weiterentwickelte Arsenal dabei, ey. Vorsicht, du rennst da mit deinen Dingens in die, Ja, habe ich leider gesehen. Okay, gut. Ich baue mal wieder einen Batch Kulverine. Okay, das hilft nichts. Ich muss hier meine Kaffee da nach vorne reinschmeißen. Hier kommt gerade so vehemente Gegenwehr. Wir verlieren da sonst wieder komplett unseren Stand. Holy shit. Hab meine ganze Kaff da verloren? Okay. Nein, du hast da alles verloren. Ich im Übrigen auch. Ja, vor allem da stehen schon wieder so viele Dobs, ey. Holy fuckeroni. Okay, ich gehe jetzt da nochmal. Geh da jetzt nochmal einen Base Raid starten. Ja, mach das. Ich habe auch eine volle Armee jetzt wieder, also. Das Problem ist, im Base Raid werden sie sehr früh sehen, weil, also. Na, ja, vielleicht schaffe ich es ja gleichzeitig hier unten so ein bisschen weiter zu pushen. Okay, sieht nicht danach aus. Seeing what they are sending to me. Machen wir jetzt doch hier englisches Commentary. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir das hier als deutschen Kanal belassen. Ja, jetzt hat er mittlerweile natürlich einen zweiten Wall aufgebaut. Und er hat da vor allem auch direkt Dobs. Ich komme hier nicht durch, keine Chance. Ja, schade eigentlich. Mehr als eine Fabrik werde ich wohl da also auf absehbare Zeit auch nicht kriegen. Aber ich habe da meine Kaff jetzt mal nicht umgebracht gegen 10 Doppelsöldner, sondern ich habe beschlossen, dass ich die jetzt lieber mal zurückschicke und mit denen dann hoffentlich da den Nachschub von der osmanischen Artillerie wegkriege. Oh, das wäre ganz geil, ja. Sieht gut aus, das sollte ich hinkriegen. Das waren wieder 5 Pferdegeschütze. Ausgehend von der Tatsache, dass die Dinger ja auch nicht ganz kostengünstig sind, ist das, glaube ich, auch nicht schlecht, die mal umgebracht zu haben. Nö, absolut nicht. Okay, wir haben die jetzt hier wieder einigermaßen zurückgedrängt. Ja. Alright, ich bin hier wieder durch und jetzt gucke ich, dass ich... Ich muss jetzt mal kurz... Alter, ihr Deppen, bewegt euch! Ah, fuck, der hat da irgendwo noch einen Wall da hinten gezogen. Ja, die sind halt extrem gut verwaltet, muss man sagen. Hattest du mal hier unten? Ah, da ja, sind ja, deine Einheiten. Dabei. Ja, ja, ich sehe es gerade. Aber da hat er halt überall auf Welle stehen, leider. Ach komm, ich töte mir jetzt einfach ein paar Siedler und gut ist. Einfach ein bisschen. Ja, es sind ja vor allem diese Nadelstiche, die halt sein müssen. Es ist ja gar nicht mal so, dass du jetzt den Mörder Schaden machen musst. Es geht ja eher darum, dass er halt beschäftigt ist. Also richtig. Ja, aber wir müssen da jetzt vor allem weiter reinpushen. Wir müssen die weiter ausbluten lassen. Wir müssen sie dazu zwingen, dass sie überall halt ihr Militär halt auch wieder verlieren, ausgeben, wieder verlieren. Da oben sind wieder jede Menge Pferdegeschütze. Pass auf deine Mörser auf. Ja, das hätte ich nicht gemacht, glaube ich, mit deinen Goons da. Die sind alle krepiert, bevor die angekommen sind. Diese Doppelsöldner sind einfach so heftig gegen Kaff, gegen jede Form von Kaff. Ja. Wir brauchen da wieder ein paar Kyberinen. Ich glaube, ohne geht's nicht. Ja, sind im Bau. Die haben halt einfach diese Superior Reichweite, ehrlicherweise. Die Pferdegeschütze oder was jetzt? Nee, die, die Kulverinen. Ja. Deswegen kann ich die...
Okay, aber ich habe da jetzt zumindest mal ein bisschen. Okay, da, kommt da kommen wieder Kaff. Ein paar Kaff-Leute, da kannst du gegen mal deine Goons jagen, wenn das geht. Alter, kann mir mal einer sagen, warum ich hier nur. Wo ist mein ganzes Militär schon wieder abgeblieben? Zwischendurch mal alle Einheiten befehligen. Ja, ich weiß. Ich meine, das. So blöd das klingt, aber das Angenehme ist, dass das jetzt nicht mehr irgendwo bei irgendwelchen Wundern feststecken kann, das Militär, weil die Wunder, die mir Militär bauen, halt alle abgerissen sind. Also ich meine, das ist halt auch ein wirtschaftliches Problem natürlich, aber... Aber deiner Wirtschaft geht soweit okay? 15.000 Nahrung, 13.000 Gold, also es geht langsam runter, weil ich ja halt echt schon miese Deals mache gegen die ganzen Doppelsöldner, aber es ist noch okay. Aber wir brauchen da jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Military Mass. Deine Söldner gehen, deine... Meine Mörser gehen jetzt drauf, ich weiß, ich habe schon wieder neue im Bau. Aber und ich habe mit den Chinesen natürlich auch keine unendliche Karte im Deck, wie immer. Habe ich mit den Portugiesen auch nicht, weil es auch keine vernünftige gibt. Es gibt halt irgendwie nicht zwei schwere Kanonen oder so, die man sich die ganze Zeit Infinity-mäßig schicken lassen kann. Zwei schwere Kanonen ist so eine geile Karte. Ich bin jetzt halt auch bei 7 Schiffsladungen inzwischen. Ja, ich auch. Ich kann mir jetzt auch Steppenreiter schippen, ich kann es aber halt auch bleiben lassen. Ja, würde ich aber auch sagen. Alter, da kommt schon wieder jede Menge. Ich würde ja mehr auf Kaff gehen, aber gegen die Doppelsöldner ist das halt einfach dermaßen rausgeschmissen. Nee, lass mal, wenn dann mich zwischendurch auf Kaff gehen. Ich glaube, deine Infanterie ist echt das Beste, was wir machen können. Soll ich ein paar Flammenwerfer mal bauen? Ich weiß nicht, also. Nee. So, ich habe wieder 2 Mörser da. Also, ich meine, die werden zumindest besser gegen die Dops. Ach, ich weiß nicht. Ja, wenn du willst, probier es aus. Aber ich glaube, jetzt gerade ist es okay. Wir haben hier übrigens gerade so ein paar nervige Janitscharen, die mir hier gerade die Gebäude wegsiegen. Ja, kill die mal. Ja, mache ich. Da oben kommen wieder die Dobs. Klar. Warum ist das chinesische Militär noch gleich so kacke? Warum musste man das Late-Game-Militär dadurch nerven, dass man diese Karte schlechter gemacht hat? Ich werde es ja nie begreifen, aber irgendwie ist scheinbar das Militär im Late Game von den Chinesen OP. Ja, die haben die Vestan-Armeen oder was haben die verändert, ne? Naja, also genau, also die Vestan-Reformen haben sie verändert. Meine ich ja. Also die haben halt vorher 100% Lebenspunkte und Angriffsstärke für die Chukunu gegeben und jetzt geben sie halt nur noch 50, aber dafür zum Ausgleich auch für Kishiken und Steppenreiter, glaube ich, aber wer baut Kishiken und Steppenreiter? Deine Mörser stehen hinten und machen nichts. Und ja, deine Köverinen müssen auf die Kanonen schießen. Ja, ist vollkommen richtig. Bonk. So hatte ich mir das vorgestellt. Da ist eine Kaffeinheit, da sind mehr. Ja, aber jetzt gerade lassen sie sich echt ein bisschen zurückfallen. Naja, ich glaube, der Deutsche merkt den Verlust seiner Fabrik halt wirtschaftlich schon, wenn ich mir das punktetechnisch so angucke. Der ist halt mittlerweile echt ziemlich weit abgeschlagen. Ach, das ist ja cool. Ich kann jetzt das Blockhaus, was ich verloren habe, aber auch wieder hinstellen. Ah, schön. Okay, ich werde da jetzt gerade von Kaff gekillt. Ja, wie du weißt, ist das nicht so mein Metier. Nee, grundsätzlich ist eigentlich nichts mit den Chinesen mein Metier. Ich stelle einfach mich nur hin und lass mich sterben. Also, sehr nihilistische Armee. Das Leben ist sinnlos. Bring was hinter uns. So, aber jetzt baue ich hier gerade auch. Du musst darauf achten, dass du Anforderungsgebäude vorziehst, ne? Mein Schatz, ich bin gerade dabei, die zu bauen. Ah. Oben sind wieder. Das höre ich doch gern. Was ist oben wieder? Kanonen. Gut, neue Kulverinen sind im Bau. Okay, das Fort darf ich aber scheinbar nicht aufbauen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ach, jetzt bomben wir uns hier ganz einigermaßen durch. Mörser sind, was sowas angeht, einfach wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. Naja, ich meine, die mittlere Insel haben wir jetzt im Prinzip gewiped. Jetzt müssen wir uns halt bei denen auf der Seite durchzagen. Das wird jetzt halt ein bisschen stressig. Ja, vor allem, weil wir dann halt in der Bresche da stehen. Jo. Gut, hilft nichts. Einmal Militär sammeln und dann Augen zu und durch. Ja, aber auch nicht lange. Also. Nee, ich habe jetzt hier nur einmal die Dinge ins Weg machen wollen. Wie schimpft sich das? Geschützgießerei. Okay, wir haben hier unten Mörser. Alter, könnt ihr aufhören, mir hier unten die ganze Zeit meine
bin am Reiten. Armeen abzureißen. Ich reite da mit meinen Kulverinen hin, mit meinen Goons hin. Das heißt, wir haben jetzt gerade für den Moment da oben keine Antikaff. Du musst da nicht mit deinen Goons reiten, um Gottes Willen. Da kommt jede Menge Kaff. Das ist völlig überzogen. Das mache ich selber, passt schon. Ja, da hat er unten schon wieder so eine verkackte Geschützgießerei gebaut, das erklärt's natürlich. So, habe ich eigentlich mein Konsulat inzwischen, mein Arsenal inzwischen? Ja, ich wollte auf jeden Fall. Du hast da Goons, die hier trotzdem nach hinten rennen. Achso, ja. Okay, ja, reiten wieder hoch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt nochmal einen Mörser da oben. Ja, deine Kyverinen müssen da auch sich mal nützlich machen. Feindliche schwere Kanonen. Eieiei. Kill ich mit meinen Goons. Kann man machen. Vorsicht, deine Kyverinen machen nach Scheiße. Oh ja, in der Tat. Wir werden da ehrlicherweise komplett gewiped. Wir brauchen da gerade ein paar mehr Goons, bitte. Ja. Sind da. Und da oben ist besagte schwere Kanone. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Die Wege sind halt immer noch zu lange. Meine Gebäude wurden zu langsam gebaut. Ja, jetzt stehen wir natürlich in besagter Bresche drin. Und wir haben ihnen leider noch mal ein bisschen Zeit gegeben, sich ressourcentechnisch zu erholen. Jetzt müssen wir die da wieder aufs Neue runterzergen. Der Alter, der. Wie zum Teufel hat der Deutsche es geschafft, innerhalb so kurzer Zeit mal eben wieder 10.000 Punkte zuzulegen. Wow. Gut, andererseits, der kann ja theoretisch, also einen Deutschen kannst du ja eigentlich nicht wirtschaftlich outplayen. Der stellt sich halt einfach nur, also er stellt halt notfalls einfach alle Siedler hin und dann ist gut, weißt du? Also einen Deutschen wirtschaftlich zu ruinieren geht ja eigentlich nicht. Ja. Dann hat er aber halt kein Militär mehr. Wir können auch mal ein paar Kyverinen gebrauchen. Ja, sind schon im Bau. Okay, waren nicht im Bau, weil ich Pop bin. Baust du mehr Anforderungsgebäude hier oben? Zieh die mal noch weiter nach vorne, dass du läufst ja jetzt schon wieder einiges an Strecke auch ab da oben. Ja, ich habe die halt eben mal ein bisschen vorsichtig gestellt und jetzt stelle ich sie halt noch weiter nach vorne. Aber also, ist ja immer noch unklar, ob wir das hier halten können, weil ja so gerade ist das mit den Kanonen hier schon wieder ziemlich teuer. Die Kanonen schieße ich gerade mit meinen Goons weg. Ist gut. Ziemlich erfolgreich soweit auch. In der Plantage, unten sind Siedler, what the fuck? Ob du behindert bist, Junge. Okay. Okay, wir sind hier durch den Engpass durch. Diese blöde große Kanone steht allerdings immer noch. Du kannst mal gucken, ob du die mit einer Kyverine rausknallen kannst. Ach, da hinten, ja. Ist Geschichte. Und da oben sind schon wieder neue Pferdekanonen. Die habe ich doch auch vermisst. Ja, also die sind halt auch furchtbar teuer. Ich meine, wenn wir ihnen die halt in regelmäßiger, also in zuverlässiger Regelmäßigkeit wegknallen, Vorsicht, da hinten sind Doppelsöldner wieder, die wollen einen Arsch. Dieser Part, ne, Leute, es tut uns wirklich leid. Zwischendurch war die Stimmung ja schon wieder extremst beschissen, aber das war wirklich irgendwie. Ja, das ist halt immer so der Ernst des Gefechts, muss man wirklich sagen. Und es tut uns dann immer sehr leid, aber wir sind auch nur Menschen und dann kochen die Emotionen halt hoch. Ja, es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum wir noch hier im Spiel sind, muss man sagen. Also die hätten den Sack wahrscheinlich gefühlt 30 Mal dicht machen können, wenn der Deutsche mal was anderes außer Doppelsöldnern gebaut hätte. Ich meine, jetzt mal angenommen, also, ne, die hatten da so oft die Welle offen. Angenommen, der wäre da nur mal mit 10 Uladen durchgelaufen. Wir hätten unser Grab ja schaufeln können, also. Hätten wir keine Chance mehr gehabt. Oh, jetzt baut er hier hinten gerade wieder Gebäude, shit. Kannst du da mal eben deine Plänkler runterziehen? Du hast neben deinen Kanonen da noch, oder ja, genau da. Guck mal, dass du die Siedler umbringst einfach. Wenn es irgendwie geht. Aber zieh deine Goons hier nach vorne, die brauchst du da eh nicht. Um Gebäude abzureißen, bringen die nichts. Ja, vor allem. Und bau mal gerne neue Kyverinen, weil da stehen wieder die Pferdekanonen. Ich hab doch gerade erst welche gebaut gehabt, oder? Ja, die sind aber ziemlich tot. Schön. Aber ja, ich hab neue im Bau. Ich charge da jetzt oben mal eben kurz.
Komm mit. Oh, finde ich gut. Könnte natürlich auch mal so ein paar Mini-Handmörser-Dingens bauen, aber ob die jetzt... Ich glaube, unsere Einheiten-Composition, wir kommen ja hier gerade gut nach vorne. Ist, ehrlicherweise, ich spare mir gerade immer mehr Ressourcen an. Ach Gott. Er will das auch aufgeben anscheinend. Ah. Ja, hat aufgegeben. Oh mein Gott, 1,5 Stunden Spiel. Easy peasy. Lecco mio grande. Alter, tut uns leid für dieses Spiel, aber irgendwie auch nicht. Ich meine, 1,5 Stunden, hey, wir wollten ja mehr Late-Game-Spiele. Und obwohl schau einfach mal, wie viele Militäreinheiten ich so gebaut habe und wie viele ich getötet habe, dann verstehst du mein Problem in diesem Game. Ja, Chinesen halt, ne? Chinesen. Aber hey, meine Portugiesen-Taktik hat voll gut funktioniert. Boah, krass, was die für ein Kill-Death-Racer hatten, die beiden. Aber das war, glaube ich, vor allem am Anfang. Wir haben halt am Anfang so oft Der eine hat halt nur Kanonen gebaut und der andere halt nur Doppelsöldner, dass die ein gutes Kill-Death-Racer haben. Ja gut, stimmt Chinesen. Auch. Stimmt auch, die haben natürlich auch Unmengen an Ressourcen einfach in Einheiten investiert. Und schau dir das an, der Deutsche hat 1500 Einheiten gebaut, davon 1400 Doppelsöldner. 1400 Doppelsöldner! Ja. Der hat halt echt nur Doppelsöldner gebaut. Und die sind natürlich übertrieben teuer, das zählt nicht so ganz. Eigentlich müsste man halt Anzahl, also Bevölkerungsmenge gegen Gegner stellen. So, weil wir haben halt, also mit Cazadores und vor allem deine chinesische Infanterie, du hast ja fast nur chinesische Infanterie gebaut, die kosten ja nur eine Bevölkerung, wogegen die 1500 oder 1400 Doppelsöldner von dem jeweils 3 Bevölkerung kosten. Ist korrekt, ja. Das heißt, eigentlich war das 3-mal so viel Militär, was da stand. Ich meine, bei mir war es recht ausgewogen. Ich hatte am meisten Cazadores und halt viele Goons auch und viele Kanonen und irgendwie haben wir es am Ende halt rumgerissen bekommen. Aber schau dir mal das Engagement bei Minute 23:12 an. Ja, ich sehe es gerade auch. Wir haben unsere Einheiten nicht besonders intelligent eingesetzt, wenn nee, ich das war wirklich formulieren darf. Das war wirklich dieser eine Kampf auf dieser Scheißinsel, wo ich mit meiner Kaff, ich hatte halt da fast nur Husaren und Goons und ich habe die halt nicht koordiniert bekommen und die sind halt die ganze... Und dann hatte ich noch das zweite Problem, dass ich ja einmal praktisch ohne Einheiten zu töten unheimlich viel Kaff verloren habe. Aber das war also vorher schon. Das war vorher schon. Wir hatten da beide mehr Militär als die beiden. Ja, viel mehr. Vor allem du hattest da halt Unmengen an Militär. Wir hatten 238 Militärbevölkerung zu 131. Wir hatten fast das Doppelte und wir haben es. Und wir sind hinterher beide, also die sind mit 60 rausgegangen und wir sind mit 80 raus. Ja, aber das war halt wirklich deine billige chinesische Infanterie fast nur. Also ich meine, ich habe da deutlich weniger gehabt und entsprechend auch deutlich weniger verloren. Und von dir sind halt da 100 Militäreinheiten an Infanterie gegen die Doppelsöldner und Janitscharen und Kanonen gestorben. Ja. Und man muss aber sagen, man sieht halt auch die ganze Zeit, warte mal, wie sieht das denn wirtschaftlich aus? Die müssen ja weit hinter uns gelegen haben. Nee, also der Deutsche hat halt angefangen, nach und nach immer mehr Dorfbewohner einzustellen. Ja, der Osmane. Der Osmane, der ist halt wirklich krass hinter uns gewesen, muss man einfach sagen. Naja. Stimmt, der Deutsche hat am Ende dann auch angefangen, das zu kompensieren. Moment, was hatte der denn für Decks dabei? Der Osmane hatte ja, okay, Kühltechniken und königliche Münzanstalt nicht dabei. Ja gut, also ich meine, warum solltest du mit dem Osmane auch auf dem Late-Game spekulieren, ne? Also ich meine, dass du halt so, also dass du am Gewinnen bist mit dem Osmane, aber das Spiel nicht dicht machen kannst, das passiert ja praktisch nie, weißt du? Ja, ist richtig. Boah, das ist ein krasses Game, ey. Ja. Und das ist einfach die 4. Folge Definitive Edition, ey. Holy crap. Aber gut, es war halt irgendwie auch so ein Hickhack mit Portugiesen im Early, ist halt wirklich, also so richtig zufrieden bin ich noch nicht damit, was ich da hinspiele, weil die halt wirklich ein bisschen später zünden und dadurch, dass der halt schon die ersten Jannis da hatte und Chinesen brauchen ja auch ein bisschen Zeit. Dann 1 vs 1 kannst du das, glaube ich, machen, weil da hast du halt nur einen Typen, der kommt, dann knallst du dem notfalls halt sein Zeug mal mit deinen Dorfbewohnern im Dorfzentrum raus. Und dann hast du halt so ein bisschen die Zeit. Dich wird halt so früh keiner pushen im 1 vs 1. Und 2 gegen 2 kannst du das halt machen. Und da weiß ich nicht, also zumindest gegen so Osmanen oder so kriegst du, glaube ich, mit den Portugiesen trotzdem ein Problem. Ich meine, die Wirtschaft ist krass zu jedem Zeitpunkt des Spiels. Du hast halt am Anfang die Sammelverbesserung an natürlichen Rohstoffen. Du hattest die Handelsroute. Aber wobei, also wenn man jetzt mal im Early guckt, also im Großteil des Earlys hatte ich halt mehr Handelsposten. Also yeah, wir hatten den Großteil am Anfang. Ja, die Wirtschaft ist krass, aber es braucht halt ein Mühe, bis die. Ja, halt es braucht so ein Stück. Und das andere ist, ich meine, wir hatten halt mehr Handelsposten am Anfang und meine Handelsposten wurden halt viel eingerissen, dann hat man sie schnell wieder hingestellt. Aber mit dem Zug da dran, mit 120 Ressourcen, haben die sich natürlich auch schnell rentiert so.
Ärgerlich. Man sieht das leider nicht mehr so richtig gut, weil das Spiel so lang lief, aber man muss ehrlicherweise sagen, der Deutsche war aber auch konstant wirtschaftlich besser als du. Der muss relativ ekolastig gespielt haben und sich die, Dorfbewohner, die Kinderwagen schicken lassen haben. Ja, also richtig. Gut, die ganzen, sprich also die zwei im ersten und die drei im zweiten auf jeden Fall. Und er war halt schnell im dritten und hat dann schnell angefangen halt auch. Die dicken Ressourcenkisten halt, ne, 2000er. Ja, ja, vor allem, also er hat ja auch also dann halt sehr schnell eben auch seine Dorfzentren wahrscheinlich stehen gehabt. Ja, wie sah denn die Siedlerrate aus bei dem? Ja. Statistikanzeige. Langsamer als meine, lustigerweise. Ja, du hast ja sofort das zweite Dorfzentrum stehen. Ja, ja, richtig. Aber dafür kann ich mir keine Siedlerwagen schicken lassen. Ne? Also man sieht ja am Anfang diese fetten Sprünge von ihm. Das sind ja immer 6 Siedler dann im zweiten. Ja, du hast ihn auch erst bei Minute 25 wieder eingeholt. Vorher hatte er konstant mehr. Was? Du musst die falsche Statistik anhaben. Nein, du musst die Bevölkerung, Dorfbewohner anmachen, nicht die Anzahl, die Siedlerwagen stellen doppelt. Du hast recht, ja, ja, genau. So sieht das schon passend aus. Ja, genau, mit den fetten Siedlerwagen-Shipments hat er mich dann halt überholt. Und dann habe ich natürlich durch diesen einen Push irgendwie in meiner Basis da, war das in meiner Basis oder war das in der Mitte? Ich glaube, das war in der Mitte, irgendwie einige Siedler verloren. Und der ist halt wirklich früh schon einfach ins Vierte gegangen. Der hat ja einfach knallharten Fast Industrial gemacht, ne? Hey, konnte er ja auch. Also ich meine, die lagen halt auf der Seite und waren am Ende. Minute 13 ist der im Vierten gewesen. Der hat vorher wahrscheinlich kaum... Er hat 1000 Gold geschippt und das war's. Naja, der hat wahrscheinlich kaum Militär gebaut. Der hat hier sich seine Ulanen schicken lassen, vermute ich mal. Das hier waren 5 Ulanen, vermute ich mal, die von 4 auf 14 hier. Dann hat er die auch einmal verloren, dann hat er nochmal ein paar schicken lassen. Der hat halt kaum Militär gebaut. Der hat kaum Militär gebaut, das ist korrekt, aber er hat halt immer noch genügend gebaut. Also insbesondere am Anfang haben wir ja ehrlicherweise ja trotzdem... Naja, es war vor allem der Osmane, der halt auch viel Militär gebaut hat, ne? Also... Ja, lass uns das eben mal kurz schauen. Militärbevölkerung, machen wir jetzt gerade mal den da an und den Osmanen mal an. Ja, der Osmane, das stimmt schon, der hatte also bei diesem Push in der Mitte da, der hatte also den Hauptteil der Bevölkerung gestellt, ehrlicherweise. Richtig. Ganz genau. Und das Problem ist halt, der hatte halt Janitschan, ich hatte praktisch nur Kaff, das heißt, es war so ein bisschen 1-1 und dann waren, glaube ich, ein oder zwei, hatte er schon die 2 Falconette oder so, die dann halt noch zusätzlich Schaden gemacht haben? Ja, die wird er relativ, also die Falconette hat er gekriegt bei Minute 19 und wir haben angegriffen bei Minute 22 oder so, also insofern hatte er die da garantiert schon. Aber das mit dem Fast Industrial hat ihm natürlich, also dem Deutschen jetzt, dann eine entsprechend gute Wirtschaft verschafft, ne? Der hat dann halt recht zügig schon seine Fabriken gehabt, hat dann ja auch die stärkste Wirtschaft gehabt von uns. Und erst als wir dann so nachgelegt haben mit Drittem und dann insbesondere als wir dann auch mal im Vierten waren, dann haben wir ihn halt endlich mal überholt. Dann hatten wir auch mehr Siedler als die beiden. So, der Osmane, der hat halt wirklich langsam Siedler gebaut. Der ist ja sehr spät erst ins Dritte gegangen. Und gut, dann ging es bei dem auch ganz zügig so, aber... Ich will eine Technologie, dass ich die Changdaos aus der Armee rausschmeißen darf und stattdessen nur Plänkler bauen kann. Ja, das wäre schon geil, die Changdaos. Wobei, gegen die Doppelsöldner weiß ich es gar nicht mal. Aber die werden wahrscheinlich... Naja, die haben halt 20% Abwehr gegen Nahkampfschaden. Das ist halt ganz gut. Dadurch, und sie haben halt einen 1,5-fachen... extra Schaden gegen, wobei nur gegen Stoßtruppen, Infanterie, never mind. Ja, gut, also dann, aber ich meine, zumindest haben sie halt die 20% Abwehr gegen Nahkampfschaden, das heißt ja. Also der Doppelsöldner haut sich halt so ein bisschen blöd dran. Und haben halt auch ganz okay Lebenspunkte, ne? Aber die imperialen Doppelsöldner naja, sind halt schon krass halt mit diesem... 720, das ist halt das bescheidene Doppelte. Ja, und dann halt vor allem dieser Splash-Damage noch, ne? Mit 2 Zerstörungsradius und die 56 Nahkampfschaden sind halt schon heftig. Ja, insbesondere mit dem Zerstörungsradius, das ist halt gebaut gegen eng geklumpte chinesische Infanterie auf einer Drecksmap, wo man nicht richtig navigieren kann, also. Ja, absolut. Das ist halt aus solchen Maps halt ein Kürassier zu Fuß gefühlt. Kürassier, nicht Kürassier, mein Gott. Naja, okay, langes Game, 4. Runde, Age of Empires 3, Definitive Edition, trotzdem siegreich für uns, also ist ja nicht die 4. Runde, nicht das 4. Match, aber das... Ich krieg ein Kind übrigens gerade, der hat keinen Wall gebaut, Herr Osmane, warum habe ich mich da rechts versucht, durch die Welle durchzusiegen? Ich hätte einfach durch die verkackte Mitte leiten können. Ja, das ist richtig. Wobei, so krass gewallt waren die auch gar nicht. Guck mal, oben, der Wall war auch nicht fertig. Der hatte nur einen Wall oben stehen.
Ist richtig, ich hätte ganz außen rumrennen können, wobei der halt überall in seiner Base auch Kasernen hatte, wenn du mal guckst, ne? Ja, Also es wäre auch klar. nicht einfach gewesen, da jetzt durchzukommen. Ja, wobei, nee, guck mal, wenn du oben rechts reingegangen wärst, also zur Fabrik wärst du gekommen, die Kasernen standen ja deutlich weiter unten, da wo du durch wolltest. Da standen halt auch fünf Außenposten und alles, Ist aber schon gut. richtig, aber die chinesische Kavallerie ist ja jetzt auch nicht so belagerungsstark. Das heißt also, ich Nee. brauche auch ein Weilchen, bis ich die weg habe. Bis dahin hat er halt ein paar Dops gemacht. Ja, ich hab's halt irgendwie auch gar nicht so mitbekommen mit deinen Raids, weil ich die ganze Zeit irgendwie versucht habe, hier zu halten. Ich habe ja so ein bisschen die Armee gegen alles von denen gebaut. Cazadores gegen Doppelsöldner, Goons gegen die Kavallerie und dann die Kulverinen gegen die Artillerie. Und damit war ich die ganze Zeit extremst beschäftigt, irgendwie meine Einheiten vernünftig im Kampf zu Ja, halten. Wir waren kann ich halt mir vorstellen. lange im Hintertreffen, aber wir haben uns zurückgekämpft und das ist doch eine schöne Sache jetzt hier in dieser vierten Folge Age of Empires 3 Definitive Edition. Auch ein weiteres Spiel, was siegreich an uns geht und in der nächsten Folge schaffen wir es vielleicht mal wieder knackigere, kurze Games zu zeigen. Mal schauen. Man darf ja noch hoffen. Genau. Insofern vielen lieben Dank euch allen fürs Zuschauen und vielen lieben Dank vor allem an die beiden auch fürs Mitspielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war. Genau, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschö, tschö.